Schweiß in dem Kasten. Wir waren sehr unterhalten. Wir haben das spannendste Viertelfinale aller Zeiten und das vielleicht blödeste Viertelfinale aller Zeiten gesehen. Ihr habt das alles verfolgt. Team TJT wird sich im Halbfinale gegeneinander messen müssen. Aber jetzt geht erstmal Viertelfinale 3 und dann später auch in der gleichen Episode Viertelfinale 4 los. Denn wir sind natürlich beim Sommerquiz. Wir wollen den Sommerkönig of the Ring krönen und haben dazu zwei ganz hervorragende Leute dabei. Ihr kennt sie alle. Der eine ist der Pär, der andere ist der Herr Flöter. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie passiert das nicht so richtig. Pär, was ist denn bei dir da los mit deiner Sonnenbrille? Ist es so dunkel bei dir? Nee, ich bin Malle Peter und ich dachte, ich treffe hier auf Acapulco Alex. Aber was ist das hier? Was soll das? Ich verstehe das nicht. Ja, Acapulco Alex war ja mal da, ne? Hat 0 Punkte geholt. 0 in 4 Versuchen. Herr Flöter und sein alter Ego Acapulco Alex haben komplett versagt. Und deswegen hat er sich jetzt, glaube ich, in Schale geworfen. Guck mal, wer das ist hier. Hallo, Herr Flöter. Meine Damen und Herren, ich möchte mich Ihnen gerne vorstellen. Ich bin Ihr Erfolgscoach. Mein Name ist Herr Volk mit OE, wie man es spricht. Und dementsprechend bin ich hier angetreten, um dieses Fragerunden-Turnierchen auch mal erfolgreich zu gestalten für alle. Ja, das klingt natürlich super gut. Das kann ja richtig, richtig seriös dann werden. Ne? Dann können wir ja richtig schnell durchgehen. Ihr dürft natürlich Notizen machen, so wie ihr das gewohnt seid, weil ihr seid ja schlau, ihr schafft das dann auch. Ihr dürft aber auf keinen Fall cheaten. Auf gar keinen Fall, denn wenn ihr cheatet, dann klaut euch der Otis dann das Pausenbrot. Und das wollt ihr natürlich nicht. Kein Google, kein gar nichts. Und da gucke ich vor allem diesen Herr Volk an. Den gucke ich mir an, weil das sieht so aus wie einer, der auch bei der Mafia arbeiten könnte, finde ich. Ne? Deswegen. Herr Volk mit OE, wie man es spricht. Ja, Volk hieß mal so ein Lehrer in der Schule, den haben wir damals verprügelt. Wir haben auch heute den Reflo am Start, den höre nur ich auf dem Ohr. Das ist unser Notar, der Flo, der hat mir auch bei den Fragen geholfen. Deswegen Ausrufezeichen, nee, Hashtag Flo loben, bitte in die Kommentare. Wenn was schief geht. Es kann sein, dass etwas schief geht. Es kann auch sein, dass in Viertelfinale 1 und 2 etwas schief gelaufen ist. Aber das ist egal, dafür ist es ja das Sommerquiz und wir haben alle unseren Spaß. Ich sage jetzt noch dazu, Viertelfinale und Halbfinale, die Punkte werden addiert. Und im Finale gibt es einen Joker für den mit den meisten Punkten, nur damit ihr das wisst. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt einfach Runde 1. Wir legen einfach los, weil es heißt Krall die Krone im Jahr 2023. Los geht's mit der Runde 1. Fragenhagel heißt das da. Und da brauchen wir jetzt den Buzzer. Und es kann sein, dass ich manchmal vergesse, diesen Buzzer zu anlocken. Oder dass ihr vielleicht mit diesem Buzzer Schundluder treibt. Schindluder, ne? Das kann natürlich passieren. Was wird jetzt passieren? Wir werden 8 Fragen spielen. 8 Stück, nacheinander. 2 Themengebiete, die haben wir ausgelost, die werde ich gleich noch nennen. Ja, dann dürft ihr buzzern. Bams, wer buzzert, der darf antworten. Der muss antworten, hat dann 5 Sekunden ungefähr Zeit. Ich werde euch nicht mega unterbrechen, aber 5 Sekunden ungefähr, sagen wir mal. Wenn ihr gebuzzert habt, dann höre ich auch auf zu lesen. Dann müsst ihr halt antworten. Wenn ihr richtig seid, kriegt ihr einen Punkt. Wenn ihr falsch seid, kriegt der Gegner einen Punkt. Das ist halt so das Problem. Da kann sich der Malle-Peter noch so anstellen. Jetzt hat er diese Sonnenbrille mittlerweile abgesetzt. Das ist ja schon mal ganz gut. Das habt ihr verstanden, weil ihr seid ja schlaue Menschen. Vor allem hier der Herr Volk da oben mit seiner... Ist das eigentlich Pfeifenrauch, was du da rauchst? Ich schwelge natürlich im Erfolg und auf der Wolke des Erfolgs. Der Wolke des Erfolgs. Ja, wir haben 2 Themen heute. Ne? Das eine Thema ist natürlich für den da oben, den Malle-Peter. Das ist ja so ein 18-Jähriger, der gerade eben noch so seinen Hawaii-Hemd gekauft hat. Ne? Das ist Ruthless Aggression. Ja? Da muss ich dazu sagen, ich habe Ruthless Aggression bei mir so definiert, das ist die Zeit vom, ich habe es aufgeschrieben, 24. Juli 2002, damals, als Vince McMahon gesagt hat, diese Ära heißt Ruthless Aggression, bis zum 20. Juli 2008, das war der letzte Pay-Per-View unter TV 14, das war der Great American Bash, das ist die Zeit, die der Herr Volk wahrscheinlich nicht kennt. Dafür ist er besser im zweiten Themengebiet. Schwarz-Rot, geil! Da wird es um deutschsprachiges Wrestling gehen, weil da kennt sich der hier aus. Zumindest einer seiner Angehörigen kennt sich im deutschen Wrestling aus, denn er promotet Wrestling-Events hier in Deutschland. Das wird natürlich auch noch sehr spannend werden. Ich weiß nicht, was macht denn der Herr Volk eigentlich? Was machen Sie denn beruflich? Nee, ich freue mich sehr. Ich habe mich natürlich vorbereitet auf diese Fragerunde zum Themengebiet Kane. Ja, schwarz-rot, geil. Da bin ich dabei. Da habe ich natürlich meinen stärksten Muskel angespannt. Und der ist bekanntlich in meinem Kopf. Und der kann auch dir helfen, ja. Herr Weber. Ja, welche Frage möchten Sie denn alleine haben? Jeder von euch beiden darf eine Frage alleine auswählen, die nur er beantwortet. Herr Flöter, möchten Sie aus der Kategorie Schwarz und Geil oder Ruthless Aggression? Und welche von den 4 Fragen soll es denn gerne sein? Ich lasse meinen erfolglosen Partner in diesem Quiz gerne den Vorzug. Ja, Herr Malle-Peter, ja. Kann man eigentlich, irgendeiner, ich möchte mal sagen, kann man hier mal bitte den richtigen Namen reinschreiben, Regie, ja? Per, was möchtest du für eine Frage alleine haben? Also auf Mallorca geht man meistens immer Risiko, ne? Weil die Säule kostet mittlerweile 120 Euro, ist teuer geworden. Was? Deswegen gehe ich bei Schwarz-Rot-Geil mal auf meinen Joker-Einzelfragen-Dings. Ja, 1 bis 4, welche Nummer willst du haben? 3. Die 3, machen wir Ruf dann für den Herrn Peer. Und der Herr Volk hat sich das mittlerweile überlegt. Was möchte er denn? Ja, ich möchte auch eine Frage zu meinem Lieblings-Wrestler Kane beantworten.
Ja, Kane. Ich suche einfach jetzt eine Frage da drunter aus, würde ich sagen. So, das haben Sie jetzt selber zu verantworten. Die markiere ich hier. Vier. Es geht los. Ja, vier ist das in dem Fall. So, Achtung, jetzt geht's Ich werde vor dem Erfolg geblendet. Viertelfinale 3. Ja, da geht schon die Sonne. Die Sonne geht auf beim Herrn Flöter, der immer noch für Flöter hier stehen hat. Meine Fresse, Regie, mach doch etwas. So, jetzt pass auf. Hände an die Buzzer, in dem Fall der Mausbuzzer. Es geht los. Wer wäre denn, Ruthless Aggression, ne? Wer wäre 2003 fast das vierte Mitglied von Evolution geworden und hätte damit Batista ersetzt? Das ist der Erfolg, möchte antworten. Das ist natürlich ganz klar Jindrak. Mark Jindrak ist korrekt. Ja, kennt der Pair wahrscheinlich gar nicht mehr, aber ist richtig. Um ein Jahr hätten wir Mark Jindrak bekommen. Es wurden Vignetten wurden schon gedreht. Batista war verletzt zu der Zeit, kam dann später wieder rein. 1-0. Herr Flöter, zweite Frage aus dem Gebiet. Ruthless Aggression. Wie Entschuldigung. heißt denn? Entschuldigung. Ja. Volk. Mit OE, wie man es spricht. Ja, es steht da aber immer noch nicht. Ich kann das nicht. Wenn das da nicht steht, ich muss vor allem gerade eben mal in meinen Sachen hier das umdrehen, weil ich habe euch hier sowieso falsch rum aufgeschrieben. Es ist alles so traurig, was hier passiert, deswegen direkt die zweite Frage. Wie heißt denn der Der Wasser muss einbeinige noch Wrestler? freigeben. Moment! Der Wasser muss noch noch freigeben. freigeschaltet. Ja, ich dachte, ich vergesse das manchmal, aber dafür haben wir Erfolg dann ist kein Peter, der Zufall, Herr aufpasst. Weber. Wie heißt der einbeinige Wrestler, der von Brock Lesnar schwer vermöbelt wurde? Einbeinig. Das ist wieder Erfolg. Gibt es eigentlich einen Punkt für mich, wenn er falsch antwortet? Jetzt Wir ist er hören den Herrn gemutet. Volk leider nicht. Erfolg. Hallo. Gibt es eigentlich Minuspunkte? Nein. 5 Sekunden sind leider Ich jetzt habe vorbei. diesen Mann natürlich Ich habe die persönlich Antwort gerade, hör mal. Und Na, der ja, Mann sag heißt es. natürlich. Wie ist der verdammt? Wie ist der? Nein. Per, weißt du es? Nee. Er heißt Zack Gowan. Das ist Ach, schade. Ich habe das vorher ich übrigens habe die gesagt. Hand geschüttelt. Was für Fragen? Herr Volk, Sie müssen aufpassen, weil es gibt natürlich einen Punkt für den Gegner, wenn es falsch ist. Das haben wir aber auch gerade gesagt. Dritte Frage. Der Buzzer, Herr Weber. Ja, ist ja okay. Anfang 2004 gewann John Cena bei SmackDown ein Match gegen Rhino. Was musste General Manager Paul Heyman daraufhin essen? Ist schon Expertenwissen. Auch der Volk schon wieder. Hui. Das ist natürlich ganz logisch Lebensmittel. Das ist falsch. Der Punkt geht an den Peer Ja. wieder. Es war ein Stück Seife, war es Da gewesen. Sehr sagt eklig. einer mal, die Elite ist schlauer. Das war ein klassisches Wash your mouth out with soap Match, weil der John Cena ja immer so böse gerappt hat und deswegen wollte das Wir Problem eigentlich machen. waschen auf Hatte Malle man unseren Mund meistens nur mit Sangria. Ja, das funktioniert auch sehr gut. Vierte Frage. WrestleMania 19 sah den bislang einzigen Main Event, dessen Gegner allesamt unter ihrem Moment, wahren der Namen auf. Buzzer. Ja, es ist. Dieser Buzzer ist jetzt freigeschaltet. Ich wiederhole diese Frage noch einmal. WrestleMania 19 sah den bislang einzigen Main Event, dessen Gegner allesamt unter ihrem wahren Namen auftraten. Welcher Move beendete die Show damals? Knifflig, der Flöter Dampfpfeife, der Pair überlegt. Hat auch seine Käppi falsch rum auf. Das hat man früher so gemacht, zu Jugendzeiten. Diese Käppi habe ich in Ägypten original gekauft. Ja, möchte einer Ja, von euch noch Mike. antworten? Sehr erfolgreich gewesen. Impulskäufe. Impulse sind nicht gut. Man muss nicht aus dem Bauch heraus handeln. Man kann auch anders erfolgreich werden. Zum Beispiel, wenn du jetzt in meine Gruppe Hallo. kommst, Mike. Was ist das denn für eine Gruppe? Jetzt will ich es aber auch wissen. Wie heißt die? Dafür wenden Sie sich bitte an meinen neuen Assistenten Tobias T.Extmann. Mike schließt jetzt die Frage, ihr wisst es offensichtlich nicht. Es war ein F5 am Ende. Das war das Main Event Kurt Angle gegen Brock Lesnar. Tatsächlich unter eigenem Namen, ist seitdem auch nicht mehr vorgekommen. Da war immer so ein Triple H dabei oder sowas oder ein Undertaker. Was soll's, wir sind durch Themengebiet in Ruthless Aggression. Wir gehen rüber zu Schwarz-Rot. Geil, erste Frage. Wisst ihr beide, wie hieß denn der Bodyguard von Berlin in der WCW? Ist wieder der Erfolg. Es ist Was meinen AWOL. Sie? Es ist The Wall. Es ist nicht Der hieß A-Wall. auch Das ist leider. AWOL. Der hieß auch Ist das so? AWOL. Dafür Ja. haben wir den Ref-Flo, der das mal eben nachholt. Regie, ist das Ja. richtig? Ja, das. Hier wird Lüge geschrieben von der Regie und da wird geschrieben, Ja. The Wall ist richtig. Aha. Ja. Ich gebe das dem Peer, weil der Herr Flöter keine Ahnung hat. Ja. Der Ref-Flo, der guckt das nochmal nach, kriege ich gerade. Aber Entschuldigung, was will man denn machen? der Mann hieß auch AWOL. A-Wall. Dritte Okay. Halbzeit ist Ich mein. kann. Dafür haben Nichts wir unseren weniger Notar. Ich habe ja das rote minderwertiges Telefon im Ohr. Gedächtnis. Ja. Ja, Sie Ich haben ein warte das ab. Telefon Die im Zeit. Ohr. Wir haben doch Das will ich aber Zeit, Herr sehen. Volk. Zeit ist doch Geld, das wissen Sie doch. Ja. Ja. Hab ich auch schon mal Wir gehört. lassen das jetzt checken. Also für mich ist ja The Wall, weil das ja das Wortspiel war mit der Berliner Mauer damals.
Aber wenn er auch irgendwann mal Werder WCW AWOL hieß, dann würde ich das gelten lassen tatsächlich. So leid mir das dann auch tut für den Peer. Oh. Ja. Malle Peer, was ist denn, wie war denn das Wetter im Sommer über? Wie war denn Sommer da? Hitzewelle. 43 Grad gewesen auf Mallorca. Ich habe im Bierkönig geschwitzt wie Sau. Und selbst das Eis, weißt du, bei der Biersäule haben die ja auch Eis oben drin, ne? Aber es gibt so einen Trick, ne? Weißt du, wie du mehr Alkohol in der Säule hast. Du sagst einfach, du willst das Eis separat in einem Glas haben, dann füllen die Säule bis oben hin und verschwenden das nicht mit Eis, weil statistisch gesehen ist dann weniger Alkohol im Säule und ja, verstehst du, ne? Klar. Herr Peter, Sie dürfen Ihren Erfolg nicht von äußeren Faktoren abhängig machen. Das Äußere generell bei dem Pär sowieso ein bisschen, ne? Mit seinem Tapet, deswegen hat er ja auch die Mütze auf. Was das soll. So, ich warte immer noch auf mich. Ich resette schon mal den Buzzer vorsorglich. Aha, Sergeant AWOL war es tatsächlich, höre ich hier gerade. Aber dann Sergeant AWOL. Sergeant AWOL hat er nicht gesagt, dann ist es trotzdem falsch, finde ich. Der ist als AWOL angetreten. Mit Einblendung bei Nigel und Sander. Unser Mensch Rap mit sagt Geld, leider ne? ungültig, denn er heißt Sergeant AWOL. Nein, Menschen das bleibt mit jetzt Geld wir haben einen Ref. Auch, die können sich alles kaufen. Per bekommt diese Punkte. Was soll's? Es ist doch egal. Ja, der Herr Flöter, 99% sowieso, der Leute denken, Bonzen sie sind Gewinner. Und die anderen sind es eben. Ja, so. Egal, wir machen trotzdem die nächste Frage. Der Buzzer ist frei. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Unter welchem Namen erschien 2018 eine wunderbare Doku über Wrestling in Deutschland auf dem Perkicks WWE-Kanal? Der Malle Peer das erste Mal. Ja. Das war natürlich Kampfkunst. Kampfkunst, das ist es. Guckt euch das bitte nochmal an. Wunderbar, da ist unser Teacher Ein dabei. Bester unser Freund. Mac dabei. Ja. Wunderbar. Der Jonathan. Boah, letztes Jahr Malle war heftig mit ihm. Der konkrete Name war natürlich Kampfkunst, die Wrestling-Dokumentation. Ja, Kampfkunst. War gefragt, eine wunderbare Doku, Herr Flöter. Sie sind also. Ja. Sie haben immer noch den falschen Namen da stehen. Die Regie, die kann das wahrscheinlich nicht mehr ändern. Das ist zu kompliziert. Jetzt kommen nur noch die einzelnen Fragen, weil ich hier die letzten beiden ausgesucht habe. Ne? Die erste geht an den Peer. Ich werde die Frage zu Ende vorlesen. Du kannst überlegen. Alles ganz ruhig. Herr Flöter kann nicht abstauben. Du kannst jetzt, wenn du nichts sagst, keinen Punkt verlieren. Das ist das Gute daran. Muss ich trotzdem buzzern? Nicht buzzern. Nein, habe ich gerade gesagt. Ganz in Ruhe an. So, ja, ich. Giovanni Vinci, kennst du. Der stammt aus Südtirol, runter aus Wien. Aber in welchem Bundesland, in welchem deutschen Bundesland wurde denn Ludwig Kaiser geboren? Uff, verdammt. Ich habe zwei im Kopf und eins davon. Ich weiß es auch, also eins davon ist richtig. Ja. Du sagst, in welchem Bundesland? Ein deutsches Bundesland, in dem Ludwig Kaiser geboren wurde. Kannst ein bisschen überlegen, dafür ist es ja deine Frage. Herr Hamburg. Flöter konnte sich die aussuchen, hat er aber nicht gemacht. Deine Antwort ist Hamburg. Das war die Falle, das ist leider falsch. Niedersachsen, ne? Niedersachsen. Es ist Niedersachsen. Ja, es ist Hannover gewesen, oder? Ah, verdammt, das waren die zwei, die ich im Kopf hatte. Nee, auch das ist falsch. Er kommt aus Pinneberg, das ist Schleswig-Holstein. Das ist quasi Hamburg, aber es zählt nicht zu Hamburg. Da merkt man sofort, dass dieser Herr Peter einfach sehr einfältig gestrickt ist. Ja, aber er lässt sich halt einfach reinreiten. Was macht dieser reiche Assi mich so von der Seite an? Pinneberg. Jetzt hat der Herr Flöter seine Frage. Das ist die letzte Frage der ersten Runde. 4-2 für den Peer. Ich möchte hier eine A-Ball haben zwischen uns. Ja, vom Sergeant höchstpersönlich Haltung annehmen. Herr Flöter, Ihre Frage, und ich bin mir sicher, Sie wissen die auch jetzt. Wer war denn der letzte WXW Unified World Wrestling Champion des Jahres 2022, bevor der Titel für das 16-Karat Gold vakantiert wurde? Da muss ich kurz nachdenken. Ja, das ist Ihr gutes Recht in dieser Runde. Können Sie die Frage nochmal vorlesen? Wer war der letzte WXW Unified World Wrestling Champion des Jahres 2022? Bevor der Titel für das 16-Karat Gold vakantiert wurde. Aber wer darf sowieso natürlich Lavendel. Es war Lavendel. Das lasse ich aber durchgehen, weil der Flöter den kennt. Das ist in Ordnung. Punkt für den Herrn Flöter. Lavendel. Nummer 4-3. Pluspunkt Lavendel. Ist möglich. Ja, aber Per führt. Hat ihr schon mal gehabt. Ne? Ihr habt doch schon mal gegeneinander angetreten. Nein, wir haben noch nie gegeneinander angetreten. Deswegen, ich bin so froh, dass dieses Match endlich stattfindet. Aber Entschuldigung, können wir bitte korrektes Deutsch sprechen? Wir sind noch nie gegeneinander angetreten, heißt das. Sonst kann ich ihr hier nicht mehr folgen. Ich habe hier Probleme. Auch hier ist Rotlicht. Ich habe mit Rotlicht nichts zu tun. Ja, Sie sind da oben ein bisschen dunkel, ne? Ich dachte, Sie waren im Sonnenstudio als eitler Mensch. Entschuldigung, gehen Sie bitte nicht auf die Äußerlichkeiten. Zweite Runde auch. Machen wir jetzt. Ich habe alles nicht. Eine Meinung mit dem. Ich höre den Ringgong für Runde 2.
Da ist er. Abgeschätzt heißt das. Kennen wir auch aus den letzten Jahren. Wir werden 4 Schätzfragen spielen, 2 aus den jeweiligen Themengebieten. Ganz einfach. Ihr schreibt das auf. Das Gute ist, die Buzzer sind vorbei. Ich kann nicht mehr vergessen, diese Buzzer-Geschichte. Ja? Ihr schreibt einfach eure Zahl auf. Ich kann das nicht sehen. Können wir den Buzzer damit schließen? Erfolgreich. Nein, das ist das gleiche Fenster, Herr Flöter. Da unten ist ein Texteingabefeld. Ach ja. Da können Sie reinschreiben, wie Sie wollen. Fenzen. Das ist sehr schön. Wenn Sie am nächsten dran sind, gibt es einen Punkt. Wenn Sie genau richtig liegen, 2 Punkte. Fangen wir an. Ja. Ruthless Aggression. Wie das viele Tage vor ACW One Night Stand 2006 cashte RVD seinen Money in the Bank Koffer ein und entthronte später John Cena als WWE Champion? Wie viele Tage vor dem Pay-Per-View war das? Muss ich auf Enter drücken oder nein, kann ich sehe das. Okay. Ich sehe das in Echtzeit, was du schreibst. Perfekt. Flöter ist noch zugange. Ich möchte nochmal eine Frage zu dieser Rubrik stellen. Ja. Wann genau, wie war die Ruthless Aggression definiert? Ich kann das nochmal sagen. Ich habe es zwar schon gesagt, aber es war der 24. Juli 2002 bis zum 20. Juli 2008. Es geht jetzt aber sehen darum, Sie, Herr Weber? Ja? Sehen Sie, Herr Weber, das ist total irrelevant für diese Frage und Sie merken es nicht mal. Weil es geht ja um Tage, weißt du, kein Datum. Habe ich auch verstanden gerade. Hä? Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Es geht um ECW One Night Stand 2006. Ja. Das fällt aber sowas von in diese Kategorie rein. Ja. Da haben Sie sich aber ein wenig vertan. Sie werden da oben an der Stirn schon ganz schön rot, Herr Flöter. Oh, ja, kann da jetzt noch jemand die Frage nicht reinschreiben? Ja. Ja. Was denn? Mit OE, wie man es spricht. Ja. In der letzten Runde habe ich Tobi 1 und Tobi 2 niemals auseinanderhalten können. Und jetzt ist das, beide haben falsche Namen, es ist unfair. So, trotzdem haben beide was geschrieben. Ich werde das jetzt auflösen, weil es spielt keine Rolle mehr. Malle Peer, Peter, was haben Sie denn geschrieben? 187. Ja, und Herr Volk, was haben Sie geschrieben? 24, denn das ist mein Glückstag im Monat Dezember und seitdem bin ich erfolgreich auf der Welt. Ja, und damit kriegen Sie auch den Punkt in dieser Runde. Es waren tatsächlich 20 Tage. Er hat 50 Tage den Koffer gehalten, 20 Tage dann noch nach dem Eincashen gewartet und dann das große Match gegen John Cena. Punkt für den Herrn Volk. Zweite Frage, Schätzfrage. Wie viele Regentschaften hatte die WWE Women's Championship im Zeitraum von, und zwar exakt dieser, 24.06.2002 bis zum 20. Juli 2008? Einmal war er vakant in dieser Zeit, das zählt für diese Rechnung nicht. Wie viele verschiedene Regentschaften in der Ruthless Aggression Ära der Frauen? Ich habe da eine Rückfrage dazu. Ja. Women's Champion heißt Haupttitel, egal wie der hieß. Ja. Ja. Ist komplett irrelevant, Herr Weber. Sie müssen sich auch mal konzentrieren auf die wichtigen Dinge. Weil er immer so hieß. Genau. Ja. Es geht um so einen Damentitel, richtig? Ja. Wie ich es gesagt habe. Genau wie die Frage formuliert ist. Das ist übrigens die einzige Quizshow im deutschen YouTube-Landschaft, in der die Fragen hinterfragt werden. Herr Weber, ich habe da noch eine Frage. Regentschaften heißt, es geht nicht um die Namen, sondern wenn doppelte Regentschaften vorkamen. Ja, also ein Name X, beispielsweise dreimal den Titel gehalten hat, zählt das als 3. Ja, als Regentschaft, nicht als Name. Deswegen habe ich ja die Frage so gestellt. Ist total irrelevant. Warum antworten Sie mir überhaupt? Hören Sie doch mal zu, Volk. Verdammt. So, ihr habt beide was geschrieben. Herr Volk, diesmal dürfen Sie sagen. Was sagen Sie denn? Es ist natürlich 10, und zwar genau 10. Ja. Nee, Per? Ich habe 20 gesagt, weil das war eben die richtige Antwort. Ja, sehr nah dran. 22 Punkte für den Per. Von Molly Holly bis Mickey James waren 22 Regentschaften und einmal vakant in der Zeit. Weber ist mit Sangria. Ja. Der säuft im Fernsehen. Kannst du noch mal einmal ein bisschen, mach mal die Flasche noch mal ein bisschen höher, weil dann sieht man schön deine Leinwand da durch, dein Effekt, das sieht sehr toll aus. Nee. Greenscreen, Bluescreen, irgendwas Geschichte. Ich kenne mich da nicht. Da muss man aber auch einfach mal feststellen, dass Fernsehen im heutigen Zeitalter ein totes Medium ist. Setzen Sie jetzt auf TikTok, auf Telegram und natürlich auch auf YouTube. Herr Volk, wann hatten Sie das letzte Mal Spaß im Leben? Das frage ich mich gerade. Ja, frage ich mich auch. Dreimal verlassen von seiner Frau, von der gleichen wohlgemerkt. Ich habe jeden Tag Spaß, wenn ich meinen Kontostand anschaue. Schätzfrage. Wie groß ist der Kontostand von Herrn Volk? Bitte jetzt, wir gehen weiter. Schwarz und geil, erste Schätzfrage. Wie viele Regentschaften, erneut die gleiche Frage, kann denn die GWF World Championship inzwischen vorweisen? Die GWF World Title, wie viele Regentschaften gibt es da? Auch da wieder mehrfache Namen, es sind verschiedene Regenten. Nee, andersrum. Ist ja egal, klar. Ihr wisst, was ich meine. Es ist klar. Das ist ganz klar. Ja, Per ist sehr hoch dabei. Was sagst du? Was soll das denn heißen? War das ein Schritt in die richtige Richtung? Oder
Jetzt wird nicht mehr geändert. Das ist klar. Das wird nicht geändert, deswegen ich frage ihn. Auf Erfolg festgelegt hat, wird den Misserfolg dann auch bei den anderen sehen. Jetzt halten Sie mal die Schnute hier, 56. 56 ist sehr hoch. Herr Flöter, was meinen Sie? Warum? Ich habe natürlich logisch gedacht und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass diese Promotion schon seit Mitte, Ende der 90er Jahre besteht und das sind in etwa 25 Jahre und da ich weiß, dass man am Anfang nicht so häufig veranstaltet hat, habe ich mir gedacht, es gab bestimmt längere Regentschaften, aber danach schneller und deswegen bin ich auf 25 gegangen. Das ist komplett richtig. Ja, Klugscheißer. Leider kriegt er den Punkt. Es sind nur 19. Oder was heißt nur 19? Es sind 19 Stück. Weil das sehr weit daneben. Ja, klar. Hätte ich mal 20 genommen, weil das war letztes Mal auch die Antwort fast. Schade. Ja, dann machst du jetzt, kannst ja jetzt schon mal vorab 20 eintragen. Denn 20. Wir sind bei der letzten Schätzfrage. Wie viele, und das ist jetzt wirklich Expertenwissen, das kann man nicht wissen, wie viele TV- und Pay-Per-View-Matches hatte Cesaro in der WWE? Und zwar alles, was er in der WWE gemacht hat. Einschließlich NXT, einschließlich FCW, jedes einzelne TV- oder Pay-Per-View-Match. Herr Flöter hat eine Nachfrage. Dazu habe ich eine Frage. Und die ist sehr berechtigt. Was genau hat das bitte mit diesen beiden Kategorien zu tun? Cesaro ist ein deutschsprachiger Wrestler. Diese Kategorie lautet deutschsprachige Wrestler. Cesaro ist immer noch ein Schweizer Staatsbürger und sehr neutral. Ja. Und erfolgreich. Trotzdem spricht er Deutsch. Also, die Kategorie heißt tatsächlich Schwarz-Rot-Geil, aber es geht um deutschsprachige Wrestler. Was war die Frage? Auch das habe ich gesagt. Ist egal, die Frage heißt jetzt so, wie viele Matches hatte denn Cesaro in seiner Zeit? Zählen auch Hauptshow-Matches mit. Nein, ist ja nicht natürlich. TV. Nee, Hausshow. Nein, Hausshow nicht. Ich habe Hauptshow verstanden. Nein. Im TV televised. Oder Pay-Per-View. Das muss man auch mal multilingual auch mal sich ausdrücken. Herr. Man muss auch die Fragen auch mal konkret stellen und auch mal, da kriegt man auch Antworten. Ja, man muss vor allem eine Zahl eintragen. Ja, ich lasse mich doch mal überschlagen. Ja, wir haben auch ein gewisses Zeitlimit, ne? Sonst gehen wir wieder auf Patreon rüber. Das hatten wir ja schon mal gehabt. Als der Tobi Torpedo, wer das gehört hat, ne? Der hat ganz schön über die Stränge geschlagen. Dafür wer ist das denn? Tobi Tampon? Habe ich noch nie gehört, das muss ein unerfolgreicher Mensch sein. So, wir haben beide was. Per zählt noch an den Fingern, möchtest du deine Antwort noch ändern? 5 ist gut. Nee. Nee, dann sag, was du reingeschrieben hast. Was hat der Flöter gesagt gerade? Wie viel hat er reingeschrieben? Er hat noch gar nichts gesagt. Ja, wieso muss ich das immer zuerst sagen? Ja, dann sagt das der Herr Flöter, er folgt zuerst. Selbstverständlich weiß doch jeder, dass Cesaro in etwa 12 Jahre beim Branche Primus war. Rechnet man in etwa 100 Matches pro Jahr. Weil wir reden ja bloß von Televised. Ist man schon sehr hoch dabei, da wären wir bei 1000. Deswegen gehe ich natürlich ein bisschen zurück, was mein Kontostand natürlich niemals macht. Ja, deswegen bin ich bei 900. 900, per. Ja, ein Drittel von 900 ist 300, deswegen habe ich 300 geschrieben. Ja, ich habe in der ersten Runde, ich habe mich einmal verrechnet, da haben wir nämlich Gleichstand gehabt, wer das gesehen hat, Viertelfinale 1. Und hier bin ich mir sicher, weil es ist sehr nah dran, ihr beide, aber von beiden unterschiedlichen Richtungen. Es sind 620, knapp über 600. Das heißt, Herr Flöter kriegt diesen Punkt auch hier. Oh. Der Meister der Schätzfrage. Erfolg 3 zu 1 ist in dieser Runde. Kein Zufall. Aber es bleibt spannend auf alle Fälle. Meine Wobei Halbzeit die Fragen von der Flöter nicht so spannend sind. Ja, nee. Der crasht das mit OE. Es steht da immer noch nicht. Ich kann nur das sagen, was das ist. So, wir brauchen jetzt dieses komische Fenster nicht mehr. Das ist schon mal gut. Dann werden wir noch zwei Runden. Ja, dann wird sich entscheiden, wer ins Halbfinale einzieht. Und die dritte Runde heißt genau jetzt wie folgt. Der Listenmann. Diese Frage werden wir spielen. Wir werden zwei Listen machen. Jeweils eine aus dem Themengebiet. Und ihr müsst mir ansagen, und ich habe gerade gelogen, weil ich es natürlich verballert habe, wir brauchen das Fenster natürlich doch noch. Ich hoffe, ihr habt es schon geschlossen, weil dann haben wir jetzt einen lustigen Moment. Denn ihr müsst mir nämlich sagen, wie viele Punkte auf dieser Liste. Das ist der richtige Zeitpunkt für einen Break, meine Damen und Herren. Wir müssen auch mal auf YouTube Werbung zulassen. Das werden wir genau jetzt tun. Ja, 300 Millionen. Ein kleines Investment. Okay. Ich melde mich nachher nochmal, Herr Extmann. Darf ich jetzt Insiderhandel betreiben? Wir sind natürlich ein seriöses Unternehmen. Ja. Ich habe gerade eine Nachricht vom Reflow bekommen. Ich lese sie einfach wortwörtlich vor. Und das ist unser Notar und der hat immer recht. Flöter quatscht zu viel, einmal zurechtweisen. So, ich habe das jetzt vorgelesen und Herr Flöter, es ist tatsächlich so, ich muss Sie um Ruhe bemühen, um Ruhe mahnen, denn wir haben hier einen Zeitplan zu erfüllen. Ich kann das nicht gutheißen. Das kennen Sie doch aus dem Business, da kann man doch nicht einfach dann sagen und reden, wie man will. Da muss ich auch sagen, wenn ein Mensch einfach nur Flo heißt und nur drei Buchstaben hat, dann kann dieser Mensch nicht erfolgreich sein. Da gebe ich dem sogar recht, weil vier Buchstaben ist Mindestmaß. Ja, Mike. Dass der Malle Peter 5 hat.
Wir machen trotzdem jetzt unsere Liste, weil wir müssen ja vorankommen. Die Leute haben doch auch keine Zeit. Ihr habt weiterhin das Fenster offen. Da schreibt ihr mir rein, wie viele Punkte ihr von dieser Liste abhandeln könnt. Wenn ihr die größte Anzahl sagt, dann seid ihr dran. Dann müsst ihr das auch schaffen. Wenn ihr es schafft, bekommt ihr 2 Punkte. Wenn ihr es nicht schafft, bekommt der Gegner 2 Punkte. Doppelt genannt ist falsch genannt. Ihr dürft euch gerne aufschreiben, was schon gesagt wurde, wie ihr wollt. Ihr könnt euch das merken. Aber wenn ihr einen Namen zweimal sagt, der nicht zweimal auf der Liste ist, dann war's das. Ganz einfache Geschichte. Und deswegen machen wir das jetzt, weil ich weiß, dass der Herr Flöter das verstanden hat. Deswegen muss er nicht nachfragen. Die erste Liste aus der Ruthless Aggression Era lautet: Der Name aller Pay-Per-Views während der Ruthless Aggression Era, wobei ähnliche Namen jetzt nicht extra zählen. Also wie viele verschiedene, also welche Namen gab es da? Ich habe ein Beispiel aus der näheren Vergangenheit. Es gab zum Beispiel Roadblock und dann hieß einer Roadblock End of the Line. Das wäre ein Roadblock Pay-Per-View. Hier kommt das auch ein paar Mal vor. Würde ich euch dann keinen Punkt abziehen, wenn ihr das zweimal sagt. Es sind 21 Namen insgesamt. Das Jahr ist in dem Fall egal. Also wenn es ein Pay-Per-View 5-mal gab in der Zeit, zählt ihr dann auch nur einmal. Wie viele Namen von Pay-Per-Views aus der Ruthless Aggression Area von 21 könnt ihr uns nennen? Das schreibt ihr jetzt bitte rein in das Fenster. Und dann sehe ich das. Und dann freuen wir uns. Egal, also es ist so. Nein, nicht die Namen reinschreiben, sondern eine Zahl reinschreiben, wie viel ihr euch zutraut, leicht zu nennen. Ach so, und wenn ihr die meisten nennt, dann seid ihr dran. Es ist ein Zockerspiel ein wenig. Natürlich auch ein Wissensspiel. Ja, da überlegen sie. Ich habe die Liste hier. Ich werde mich wahrscheinlich auch vertun. Aha, ich habe 2 Zahlen. Bin ich mal gespannt, Malle Peter. Wie viel traust du dir denn zu von den 21? 15. Oh, der Herr Volk, der lacht innerlich. Er lacht innerlich. Es ist das Spielchen, das haben wir gestern auch schon zweimal gehabt. Was haben Sie denn eingegeben? 11. 11. Ja. 11. Das heißt, der Pär, der muss das jetzt. Wo Gewinner sind, muss es auch Verlierer geben, Mike. 15 Stück sind gefordert, Pär. Die Liste ist deine an dieser Stelle. Gib mir mal einen kurzen Moment, dass ich das bei mir abhaken kann. Also, darf ich anfangen? Darf ich, ja? Du musst sogar anfangen. Okay, 15 Stück. Namen von Pay-Per-Views in der Ruthless Aggression Era. SummerSlam. SummerSlam, selbstverständlich. Backlash. Backlash, genau. WrestleMania natürlich. Würde ich meinen. 3 Stück. No Mercy. Ja, wunderbares Computerspiel gewesen. Konsolenspiel. Also wir haben ja Sonntag so ein NXT-Paper, wo ich glaube, der war auch in der Ruthless Aggression Era. Backlash habe ich schon gesagt, Entschuldigung. Great American Bash meine ich natürlich. Gab es, richtig? Nummer 5. Jeder weiß natürlich, dass das THE Great American Bash hieß. Ja. Habe ich ja gerade gesagt, so genau nehme ich das dann nicht. Vor allem, weil es auch mehrfach. Ach ja, aber bei The Wall und A-Wall, der unter diesen drei Namen. Also A-Wall alleine war schon fraglich. Der hieß The Wall. Für alle. Jeder Einzelne kennt ihn so. Also. Ja, ja. Wenn es am Ende um einen Punkt am Ende nicht reicht, dann lache ich. Survivor Series. Ja, die gab es selbstverständlich schon. Wie viel habe ich jetzt schon? Überhaupt. Du hast jetzt zu wenig, Mike. Ja. 6 Stück. Damit fehlen noch viele. No Way Out, beziehungsweise Elimination, also heute heißt es Elimination, aber ich sage No Way Out. Ja, hieß damals No Way Out, das ist korrekt. Royal Rumble natürlich, klar. Den Royal Rumble. Ja. Wie viel habe ich? Zu wenig. 2, 4, 6, 8 hast du jetzt. Herr Flöter, ich habe übrigens gerade eine Info bekommen von dem Reflow. Sergeant A-Wall hieß er gar nicht, als er Berlin betreut hat. Das hieß er erst später, als es dann zu den Misfits ging. Also von daher. Es ist dennoch der gleiche Wrestler. Ja, aber es war nach dem Bodyguard gefragt. Also jetzt Klappe halten, Per, jetzt nicht rausbringen, weiter. Du, also da muss ich jetzt aber auch. Ja, ich kaufe dir gerade Zeit von meinem Geld. ECW One Night Stand. Das ist korrekt. Aber eine Frage, das ist keine Antwort. Es gab ja auch One Night Stand als eigenen Pay-Per-View ohne ECW. Dann gibt es die Rückfragen. Ist das dann separater? Das ist genau das, was ich gerade meinte. Er hieß einmal ECW One Night Stand und einmal One Night Stand. Das ist für mich ein Pay-Per-View. Okay, dann. Absolut richtig. Danke, Flo. Ja. Unforgiven? Unforgiven gab es selbstverständlich. 5 fehlen noch. 5 fehlen noch. 5. Ja, 6 darfst du oder brauchst du nicht?
Wie viele Punkte gibt es eigentlich für diese Liste? 2. Ah ja. Habe ich aber auch gerade erklärt. Das? 2008 war das doch. Bis 2008 ging die Ruthless Aggression Era, ne? Keine Rückfragen, Peter. Dann sage ich mal TLC. Das ist leider falsch. TLC gab es nicht. Natürlich nicht. Schade, Pierre, ich war auf deiner Seite. 2 Punkte für den Herrn Flöter. Ich löse auf, es gab noch Armageddon, Bad Blood, Cyber Sunday, December to Dismember, Insurrection, Judgment Day, New Year's Revolution, Night of Champions, Rebellion, Clipper Tuesday und Vengeance, der übrigens auch mehrfach anders hieß, deswegen habe ich das auch da gesagt. Schade drum, ja. Aber wir machen die zweite und damit letzte Liste, gleiches Prinzip. Der Pierre hat sich leider hier ausgelockt aus dem Programm, darf er gerne nochmal öffnen, denn wir brauchen noch ein letztes Mal dieses Fenster und diesmal wirklich. Denn jetzt sind gefragt und ich weiß, dass zumindest der Herr Flöter, das ist ja ein naher Verwandter des Herrn Volks, mit mir anwesend war, deswegen vielleicht ein wenig Heimvorteil, denn ich möchte jetzt die Teilnehmer des 16 Karat Gold 2023 von euch wissen, 16 an der Zahl, Gott, wie viele traut ihr euch hierbei zu? Wer das nicht weiß, also Herr Flöter und ich, plus einige aus der Community, waren da. Herr Flöter hat nicht die ganze Zeit mitbekommen. Er hat manchmal geschlafen, was aber weniger an der Veranstaltung als mehr an Herrn Flöter lag. Aber Herr Volk ist halt nicht Herr Flöter. Malle-Peter kennt sich auch sehr gut aus in der WXW, war aber nicht anwesend an dem Tag. Ihr habt was eingegeben, ihr könnt es noch ändern. Möchtet ihr noch? Möchtet ihr nicht? Dann sagte Herr Volk jetzt, wie viel traust du dir denn zu? Und du warst da, alle 3 Nächte. 6. 6, sagte Herr Volk. Und der Peer? 3. 3. Liste geht an den Herrn Volk. 6 Stück und es gibt 3 Punkte, ansonsten bekommt der Pär den Punkt. Und los geht die Sache. Dre Miguel. Haben wir an 1. Commander. 2. Wir erinnern uns, Flippy Schick. Der bei dieser AEW? Ja, ja. Axel Tischer. Genau der. Richtig. Shigeiro Irie. Da haben wir das Finale gehabt. Es fehlen noch 2. Peter Tihani. Absolut. Und eine letzte, dann hat Herr Flöter die Liste. Ich überlege gerade, wie sie hieß. Vielleicht sollte ich mich aber nicht daran aufhängen. Nee, häng dich gar nicht auf. Wirklich nicht. Das wäre nicht lustig. Ich weiß, dass die russisch Gimmick angehauchte Frau noch dabei war, deren Namen ich mir gerade nicht einfallen möchte. Ich weiß, dass natürlich noch der junge Bastard dabei war, der natürlich Ahura heißt. Ahura war dabei. Herr Flöter gewinnt auch diese Liste. 10-5. Eieiei, Pär, jetzt wird's eng. Es ist nicht unmöglich, aber es ist sehr schwer jetzt an dieser Stelle. Es war Aris Mascha noch dabei. Slamovic. Da darf ich mal kurz eine Zwischenfrage stellen. Kommt noch eine Kategorie nach dieser Listen-Dings? Es gibt noch eine letzte Runde. Ja, da kann man maximal 6 Punkte holen. Also es geht noch, aber es wird schwer. Davey Richards war noch dabei. Francesco Akira, der Funimori Abe, Lawrence Roman Maggot, dann Mascha Slamovic, hast du gesagt, Metehan, Mark DiVecchio und Tristan Archer. Das waren die Teilnehmer dieses Jahr. Ich freue mich aufs nächste Jahr. Und ich freue mich jetzt auf ein Finale, das vermutlich gar nicht mehr so spannend wird, weil der Malle-Peter hat wahrscheinlich zu viel gesoffen. Wir sehen das, der schießt sich gerade ab. Aber das ist egal. Manchmal ist das auch die Erfolgsstory. Wir gehen in Runde 4 und unsere Finalrunde für dieses Viertelfinale. Ordnung muss sein, heißt es. Und Herr Volksstory, ja. Bitte. Mit OE, wie man spricht. Herr, nein, das ist nicht witzig. Und für diese Runde müssen wir jetzt einmal Schnips machen, denn dann wird das Layout geändert. Ich habe der Regie. Die Regie ist nicht fähig, die Namen zu ändern, aber das können wir jetzt. Und zwar in 3, 2, 1. Da sind wir nämlich. Denn wir werden jetzt 2 Listen sortieren. Eine natürlich Ruthless Aggression und eine deutschsprachige Wrestler. Das macht ihr der Reihe nach. Ja. Einer fängt dabei an. Warte mal. Pär, siehst du das? Was muss man jetzt machen? Ich erkläre es doch gerade noch. Könnt ihr einfach die Fragen später stellen? Ich erkläre es doch gerade noch. Wie einige Geburtsdatum früher oder später. Dass der Pär jetzt mit seiner Kategorie anfängt, das ist ja Ruthless Aggression, das ist ja seine Zeit. Das heißt, der Pär fängt jetzt gleich an. Ihr müsst einsortieren. Und zwar der Reihe nach, diese Wrestler nach Geburtsdatum tatsächlich sortieren. Wer ist älter, wer ist kürzer? Nach oben kommen die früher geboren sind. Edge habe ich jetzt als Beispiel schon reingeschrieben, samt Geburtsdatum. Nach unten kommen die später geboren sind. Und das wird natürlich von Runde zu Runde immer schwerer. Deswegen bekommt ihr am Anfang 4 Punkte. Beziehungsweise der Gegner bekommt 4 Punkte, wenn ihr es falsch habt. Nee, 3. Ich sage es wieder falsch. 3 Punkte bekommt der Gegner, wenn ihr es bei den ersten 4 Variationen falsch habt. Der Gegner bekommt 2 Punkte, wenn es bei 5-8 passiert. Und 1 Punkt noch, dann habt ihr euch teilweise gerettet. Und dann gibt es bei der 9. und 10. Antwort.
Ist das soweit klar, Peter? Haben wir das verstanden? Das heißt, du musst jetzt darauf hoffen, dass der Flöter bei seinen ersten zwei falsch ist. Der Peter fängt einfach, dass seine Kategorie ist Ruthless Aggression und der Flöter darf dann gleich die deutschsprachige anfangen. Ach ja, okay. Peter, okay, das heißt, du sagst mir jetzt irgendeinen dieser 10 Wrestler und du sagst mir, ob der früher oder später als Edge geboren wurde. Also Ric Flair ist natürlich früher als Edge geboren. Das würde ich so unterschreiben. Ich habe mittlerweile geübt, weil das ist ein bisschen schwierig technisch, könnt ihr euch gerne darüber lustig machen. Aber ich kriege das hin. So, jetzt kann ich nämlich noch das Geburtsdatum einführen, weil ich ja ziemlich cool bin. Achtung, das wird genau jetzt passieren. Ist das gut? Ist das gut. Das ist das erste Richtige. Herr Volk, Sie müssen jetzt natürlich, Sie haben jetzt drei verschiedene Optionen. Früher als Ric Flair, dazwischen oder danach. So funktioniert das. Los geht's. Ach, ich muss jetzt, ach so. Nicht nur. Ach, ja. Sonst wäre es ja einfach. Der Undertaker ist zwischen Ric Flair und Edge. Der Undertaker, ich ziehe ihn hoch, sagt er, ist zwischen Ric Flair und Edge. Und das ist korrekt. Der gute Herr Dreifach H. Der Dreifach ist H. Zwischen dem Undertaker und Edge. Zwischen dem Undertaker und Edge, das wäre hier. Und das ist korrekt. So, und jetzt ist die Situation wie folgt. Ich muss es eben noch eintragen, weil ich bin nicht so schnell. Die Situation ist jetzt durch das Punktesystem. Die letzte Frage, wir sind ja jetzt bei Antwort Nummer 4. Jetzt gibt es noch 3 Punkte. Herr Flöter, wenn Sie das jetzt nicht schaffen, bekommt der Peer 3 Punkte. Er braucht ja 6, dann sieht es noch gut aus für den Peer. Ansonsten gibt es gleich nur noch 2. Herr Flöter, was ist Ihre Antwort? John Cena ist natürlich später als Edge. Rappadu, John Cena, später als Edge. Das würde ich so unterschreiben und es auch sofort einfügen. Korrekt. Peer, jetzt geht es nur noch um 2 Punkte. Jetzt hat sich der Flöter schon mal ein bisschen gerettet. Wenn du das jetzt falsch hast, bekommt der Flöter 2 Punkte und hat dann so oder so gewonnen. Rey Mysterio ist... Nein, so viel Zeit muss sein. WWE Hall of Famer Rey Mysterio, so heißt WWE er. WWE Hall of Famer Rey Mysterio ist natürlich älter als Edge, aber jünger als Triple H. Das heißt, zwischen Triple H und Edge ordne ich hinein. Also Triple H ist jünger und Edge ist älter, sagst du. Ne, warte. Das richtig? Nein, warte. Was möchtest du? Nee, das ist doch, jetzt verwirrst du mich doch gerade. Das ist Quatsch. Ich kann es auch wieder da unten schieben. Das ist gar der kein ist nicht, Problem. Der ist nicht jünger als Edge. Du hast es doch, guck mal, wie du es gerade gemacht hast. Heißt, der ist. Habe ich das falsch einsortiert? Das kann natürlich sein. Nein, du hast es richtig einsortiert, aber du hast gesagt jünger als Edge. Nein, der ist dann doch älter, wenn du den. Wenn er hier einsortiert wird. Achso, dann ist er ja stimmt. Ich habe es falsch gesagt. Dann ist er früher als Edge, aber später als Triple H. Ja, das ist richtig. Also diese Position möchtest du haben. Ja. Dann kann ich dir sagen, dass sie falsch ist, leider. Denn er gehört hierhin. Da ist Rey Mysterio, 1974 geboren. Ja, damit 2 Punkte für den Herrn Flöter. Und damit, wir müssen noch weiterspielen. Aber Herr Flöter hat gewonnen. Oh. Erfolg ist kein passieren. Zufall und ich bin immer noch nicht Herr Flöter. Mein Name ist Herr Volk mit OE geschrieben, wie man es spricht. Ja, das ist unfair. Können wir jetzt auch nichts daran ändern. Ich kann es noch einsortieren ein wenig, damit wir die Antwort auch noch haben. Was ist denn daran unfair? Hierhin. Sie sind unfair, weil Sie so unfair zu mir sind. Brock Lesnar ist dort, ein Randy Orton wäre der Jüngste gewesen, ein Kurt Angle kommt, wo kommt der denn hin? Nach den Undertaker. Und dann haben wir noch ein Chavo Guerrero und das wäre das Interessante gewesen, denn Chavo Guerrero ist an der Stelle und damit älter als Rey Mysterio, hätte ich nicht gedacht. Das wäre die Liste, Herr Flöter hat gewonnen, aber ich habe ja zu Anfang gesagt, es geht darum, Viertelfinale und Halbfinale werden die Punkte addiert und im Finale gibt es dann einen Joker extra für den, der die meisten Punkte hat. Das heißt, wir spielen jetzt aus Fairerizitätsgründen, so heißt das Wort, spielen wir jetzt noch die letzte Runde und weil ich da sehr interessiert dran bin, aber Peer, es tut mir echt leid, du kannst nicht mehr gewinnen. Malle Peter, du musst jetzt wieder zurück auf die Insel fliegen. Wieso spielen wir jetzt aus Fairness halber, weil im Halbfinale... Weil ich das gerade erklärt habe. Im Halbfinale ist es so, dann nimmt man deine Punkte mit aus dem Viertelfinale, ne? Der Punktestand und darum ist diese A-Ball-Antwort immer noch richtig, natürlich entscheidend ist für den Erfolg in dieser Fragerunde in mehreren Etappen. Ja. Wir spielen jetzt trotzdem noch die letzte Liste aus Interesse. Das ging im Viertelfinale 2 sehr in die Hose. Ja, aber mal gucken, ob kriegen wir das hier noch hin. Es ist durchaus spannend, denn es geht um die Titelverteidigung von Gunther als unser WWE Intercontinental Heavyweight Champion von früh nach spät.
Ich habe hier einen Unterschied, das ist leider jetzt gerade nicht eingeblendet. Ich habe Ricochet oben reingenommen, denn es gab unglücklicherweise 12. Ich musste einen rausnehmen. Ricochet hat natürlich den Titel verloren, an den Gunther verloren und hat danach auch das Rematch verloren. Das zählt also nicht. Alles andere zählt. Es ist Sheamus und Drew McIntyre WrestleMania 39 bereits angegeben. Und die 10 Matches da unten finden alle bei SmackDown statt, es sei denn, es ist angegeben. Anders angegeben. Und der Flöter fängt an. Diese Liste, es geht wieder um 3-2-1 Punkte für den, der es falsch hat. Was nehmen wir? Sheamus Clash at the Castle. Sheamus Clash at the Castle. Natürlich vor WrestleMania 39, denn das war 22. Das ist absolut korrekt. Ich ziehe den Sheamus hoch vor WrestleMania und ich kopiere das Datum mit hinein. Per. Matt Riddle war natürlich später als Sheamus und Drew McIntyre. Das war nämlich die letzte Titelverteidigung von Herrn Gunther. Ja, es war die vorletzte, weil wir sind, aber das verstehen wir nicht. Ja, ist ja, also. Nein, ist egal. Es sind ja nur die angegeben sind. Es kann ja sein, dass wir das vielleicht schon vorher aufnehmen. Ist egal. Herr Flöter. Mustafa Ali, Night of Champions, war natürlich vor Money in the Bank und nach WrestleMania 39. Das ist interessant. Wir gehen die Pay-Per-Views zuerst durch, so als Ankerpunkte. Damit hat Herr Flöter, Herr Volk, selbstverständlich recht. Es geht hier hinein, es wird hier reinkopiert. Da haben wir es. Jetzt sind wir tatsächlich nur noch bei SmackDown-Matches. Gunther hat nie bei Raw verteidigt bislang, obwohl er jetzt bei Raw ist. Per, wo sortieren wir die da jetzt rein? Wenn du jetzt noch falsch liegst, kriegt der Herr Flöter tatsächlich 3 Punkte on top für seinen Final-Joker. Mhm. Mhm. Das ist verwirrend, ja. Das sind jetzt alle SmackDown-Matches, die musst du jetzt einsortieren. Letztes Mal geguckt, ne? Ja, ich hab's geguckt und ich kann mich auch an jedes Match noch erinnern, aber naja. Es ist alles natürlich ein wenig schwierig, muss man ja auch mal dazu sagen. Also, das ist ja Nick Xavier Woods. Den gibt's ja. Ja, den hin. Der war doch früher als Mustafa Ali. Und verdammte Haxe, nee. Das ist, du musst jetzt was nehmen. Du kannst eh nicht mehr gewinnen, sag was. Okay, ich nehme Xavier Woods war früher als WrestleMania und nach Sheamus bei Clash at the Castle. Also zwischen Sheamus und Triple Threat. Da möchtest du ihn haben? Ja. Ich blende das Datum ein, es ist leider falsch. Dann kriegt der Herr Flöter unglücklicherweise jetzt doch nochmal 3 Punkte geschenkt. Das war nach WrestleMania, es gehört nämlich Entschuldigung. An diese Position. Geschenkt ist der komplett falsche Terminus. Ja, das habe ich mir natürlich durch mein Wissen, durch mein Fachwissen erarbeitet. Halt in die Schule so auf ein Gesicht. Bevor wir das jetzt hier beenden, ich gehe die Liste noch schnell durch. Ricochet hat natürlich, das ist der oben. Danach kam Sheamus zweimal hintereinander, Rey Mysterio, Ricochet, Braun Strowman, Madcap Moss, dann kam WrestleMania und dann Xavier Woods. Das ist die komplette Liste. Wir sind am Ende von unserem Viertelfinale Nummer 3. Es ist denkbar schlecht gelaufen, weil den Erfolg, den mag wirklich keiner. Es ist ein ganz, ganz unangenehmer Mensch. Trotzdem Glückwünsche gehen raus an den da oben. Der Erfolg ist im Halbfinale. Da ist leider rausgeflogen. Was soll man machen? Wir werden jetzt im Nachschlag nochmal drüber reden, was da passiert ist, was hier noch passieren könnte, ist eine nächste Runde. Denn da werden wir jetzt in wenigen Augenblicken, ja, da gibt es das Wrestler-Duell. The Mac, er wird antreten gegen Chris Melzig. Und da werden wir dann den Gegner von den Flöter erfahren. Und zwar in genau 3, 2, 1 Sekunden. Und zwar jetzt. Und da sind wir auch schon wieder im Viertelfinale Nummer 4. Es ist das letzte unserer Viertelfinals. Wir finden jetzt den Gegner von dem Herrn Flöter, Herr Volk, je nachdem, wie er sich dann nennen wird. Vielleicht kommt noch Acapulco Alex zurück. Es ist das Duell der Wrestler, so habe ich das getauft, in unserem Sommerquiz. Zwei an der Zahl sind da. Auf alle Fälle einer hier auf rechts. Wie heißt er? Da-Mark. Hallo, 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 Herr D-Mark. Wie geht's dir? Da-Mark mit OE. So wie man spricht. Und auf der anderen Seite, vielleicht kennt ihr ihn nicht, das ist der Chris Melzig. Es ist ein netter Partner unseres Kanals, ist nicht immer zu sehen, macht aber hinter den Kulissen auch verschiedene Dinge. Und auch er hat eine wrestlerische Ausbildung hinter sich. Das heißt, es ist tatsächlich ein Wrestler-Duell. Hallo Chris Melzig, wie viel hast du dir denn vorgenommen? Es ist dein Debüt im Sommerquiz. Na, einen wunderschönen guten Tag. Ja, natürlich gewinnen, ist ja ganz klar. Also hier so ein Match gegen den Maxter, da gebe ich 110% und hoffentlich wird das reichen.
Und noch mehr, ne? Kreide die Krone, so heißt es heute. Ich möchte euch sagen, ihr bekommt gleich Punkte. Bevor ich das vergesse, ich muss das sagen, denn im Viertelfinale und im Halbfinale, die Punkte werden addiert. Sollte ihr im Finale sein, bekommt der mit den meisten Punkten einen Joker extra. Nicht, dass es hinterher heißt, Regelfragen. Glaube ich aber nicht, dass wir heute über Regelfragen diskutieren werden, denn ihr seid nicht so wie die in dem letzten Duell mit dem Peter aus Mallorca. Die waren ein bisschen schlimm und der Herr Volk ganz furchtbar. Ich möchte euch aber sagen, ihr dürft nicht cheaten. Denn in dem Moment, wo ihr cheatet, müsst ihr Adam Cole den Kopf massieren. Und das will nun wirklich keiner. Ja, müsst ihr aufpassen. Also ihr könnt ein bisschen aufschreiben, das könnt ihr machen. Ihr könnt aber nicht googeln oder so. Da sind wir natürlich sehr, sehr ernst. Ich habe einen Mann auf dem Ohr. Das ist der Reflo. Auch wie man spricht mit OE. Der passt immer auf. Und der musste schon viel zu oft eingreifen, wenn Dinge passiert sind. Dann wird dann ein Notar für uns entscheiden. Ne? Dann ist es direkt vorbei. Ich finde aber, ihr solltet vorher, weil ihr Wrestler seid und nur aus dem einen Grund, finde ich, solltet ihr den anderen jetzt verbal fertig machen. Oder verbrüdern, je nachdem, vielleicht mögt ihr euch ja. Da Mac, der mit OE, du fängst jetzt an und ich möchte, dass du eine ganz knallharte Promo jetzt auf den Herrn Melzig raushaust. Herr Melzig, du bist ein ganz toller Typ. Muss ich sagen. Die Zeit mit dir ist so schön. Also typische Wrestler-Promo, oder? Tränen aufs Kommando. Wusste ich nicht, dass du das kannst. Chris, darauf musst du jetzt echt antworten, ne? Mac. Du bist auch toll. Du bist auch toll. Ich dachte eigentlich, wir machen hier eine frohe Runde Sommerquiz und so. Es ist das Herbstquiz. Ja, wir sind im Herbstquiz gelandet, liebe Leute. Ich würde sagen, wir fangen an mit der Quiz-Action. Und dann schauen wir mal, wie wir das heute hinkriegen werden. Wahrscheinlich floaten wir da nur so durch, denn wir fangen an mit der Runde 1, die jetzt eingeblendet wird. Fragenhagel heißt es da. Wir haben ja zwei Themen für euch zugeordnet, die ich gleich noch nennen werde. Ich werde 8 Fragen insgesamt stellen, 4 aus den jeweiligen Themengebieten. Ihr seid in dem Buzzer-Raum drin, zumindest einige. Der Herr Melzig ist noch nicht drin. Ich glaube, das haben wir vergessen, ihm zu sagen. Herr Melzig, du müsstest nochmal eben diesen Link da öffnen und dann sehe ich dich dann gleich. Dann werdet ihr buzzern und wer am schnellsten buzzert, muss antworten, hat dafür 5 Sekunden Zeit. Ja, aber immerhin ist er schon drin und der andere nicht. Das ist vielleicht schon ein erstes Zeichen. Wie gesagt, ihr habt wenig Zeit. Ihr müsst dann schnell antworten. Ich lese dann auch nicht weiter vor. Hilft ja nichts. Es gibt einen Punkt, wenn es richtig ist und einen Punkt, wenn es falsch ist, für den Gegner in dem Fall. Ja, ihr dürft euch eine Frage aussuchen. Das werden wir gleich machen, wenn der meldet sich drin ist. Er ist immer noch nicht drin. Ist es egal. Ich werde die Themen vorstellen. Colossal Tussle, das ist das erste. So sollte WrestleMania ursprünglich einmal heißen. Und der meldet sich ist drin. Auch das kriegen wir hin. So sollte WrestleMania heißen. Das heißt, wir werden eine Fragenkategorie nur über WrestleMania stellen. Und die zweite, da freue ich mich ganz besonders drauf, das erste Mal im Sommerquiz vertreten. Wir, die Bubble, da reden wir über Wrestling im Internet, alles, was da so rumläuft, Fans, Journalisten außerhalb des Rings, auch über Spotify. Es wird Spotify-Fragen geben, da freue ich mich ganz besonders drauf. Und deswegen, Mr. Spotify D-Mark, ich frage dich als erstes, du darfst dir nämlich jetzt eine von diesen 8 Fragen aussuchen, die ich nur an dich stellen werde. Aus welchem Themenkategorie möchtest du den haben und welche der 4 Fragen sollen nur an dich gehen von denen? Welche Kategorie ist dir lieber? Also ich, von denen, die du jetzt gerade schon genannt hast, oder was? Ja, WrestleMania oder wir die Bubble. Und davon darfst du dir eine aussuchen aus den jeweils 4. Ich nehme, ist interessanter, wir die Bubble. Die Bubble, 1, 2, 3, 4, welche willst du? 3. Die 3, lustigerweise sagen alle 3, vielleicht ist das so ein psychologisches Melzig. Welche Kategorie liegt dir denn lieber? Hier komme ich in WrestleMania. WrestleMania 1 bis 4, welche nimmst du? Jetzt sag nicht 3. 3. Ja, das heißt, der Melzig ist nicht nur Wrestler, sondern auch im Team Spotify dabei. Jeder hätte jetzt 3 gesagt an der Stelle. Das ist der Gag. Wir fangen jetzt an. Handy an die Buzzer, an den Maus Buzzer. Ich werde das dann sehen, ne, wenn ihr buzzert. Erste Frage dieses Viertelfinals Nummer 4. WrestleMania. Wer bestritt die meisten Matches bei ein und derselben WrestleMania? Kurze Frage, knackige Antwort. Wer bestritt die meisten Matches bei ein und derselben WrestleMania? Wird schon überlegt. Wir haben die Spannungsmusik im Hintergrund. I don't know. Bin mir sicher, ihr habt es beide gesehen. Und wenn ich sage, werdet ihr es auch wissen. Kurzes Nachdenken. Der Maxter schüttelt den Kopf, meldet sich. Willst du antworten? Sonst schließe ich die Frage. Ja, ich antworte, ich sage einfach Seth Rollins. Nee, dann, okay, das zählt jetzt als Buzzer, du sagst Seth Rollins, ne, das ist aber leider falsch, damit geht der Punkt an den Maxter. Nächstes Mal Buzzern, aber das macht nichts. Und jetzt, Maxter, das kriegen wir hin. Das kriegen wir, komm, einmal. Damit schon Buzzern. Ja, jetzt kannst du nicht mehr Buzzer, die Frage ist raus. Ich hab's doch gerade gesagt, das ist der Macho Man bei WrestleMania 4. Ich war gerade ready, da hast du mich irritiert, ja. Du hast doch den Punkt schon, der Maxter hat doch schon geantwortet. Ich wollte aber noch einen draufsetzen.
Ja, du machst jetzt erstmal deine Macho-Man-Impersonifikation-Dingens. Gibt es nicht, gibt es doch, doch gibt es Macho-Man. Die Madness. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Ich mach doch nicht umsonst eine Macho-Man-Frage als erstes. Haben wir das und melde sich. Jetzt musst du aber auch noch, weil es geht gar nicht anders. Achtung. Das läuft. Stehe ich so hin. So, ich schalte den Buzzer wieder frei. Achtung, zweite Frage. Und diesmal buzzern, auf den Knopf drücken. Welche war die bislang letzte WrestleMania ohne ein Frauenmatch? Die letzte WrestleMania bislang, in der es kein Frauenmatch gab. Ich brauche eine Zahl an der Stelle. Es kein Frauenmatch gab. Letzte WrestleMania. Doch da überlegen wir. Ihr müsst nicht buzzern, dann würde es keinen Punkt geben. Das Ding ist, ich weiß die WrestleMania-Zahl nicht. Ja. No, also die ist eine würde von... auch 10 WrestleMania das Jahr? So viel kann ich sagen. Es ist eine Zahl zwischen 1 und 39. Ja, gut, das ist gut. Ja. Stark, das ist ein guter Tipp. Ich glaube, jetzt komme ich drauf. Ich die drei. Frage. Nein, ich gebe mal so. Nicht mehr, ihr möchtet nicht. Es war WrestleMania 29. Da wurde ein Match gecancelt. Die Bella Twins und die Funky Deckels hätten antreten können, hatten aber keine Zeit mehr. Deswegen gab es kein Frauenmatch. Seitdem immer wieder gute Entwicklung. Null Punkte in dieser Frage. Und jetzt kommt die Frage, die nur an den Chris Melzig geht. Die hat er sich nicht ausgesucht. Das heißt, der Mixer ist jetzt ruhig. Kein Buzzer, nix. Ich stelle die Frage komplett. Du kannst ein bisschen überlegen. Wenn du keine Antwort gibst, dann passiert gar nichts. Wenn du falsch sagst, kriegt trotzdem der Mixer einen Punkt. Achtung. Wer hostete WrestleMania 35? Und ich bin mir fast sicher, du warst da. Wer hostete WrestleMania 35 im MetLife Stadium. Warst du da in New York? Nee, ich war nicht da. Ich war das Jahr davor da und ein paar Jahre später. War da, das weiß ich. Okay. Ja, der Pär, weißt du die Antwort? War es Titus und Hulk Hogan? Deine Antwort leider falsch. Nein, das war nicht WrestleMania 35. WrestleMania 35 war Alexa Bliss. Sie hat doch geschnipst und einen WrestleMania-Moment kreiert und dann kam der Hulk Hogan raus. Damit geht jetzt der Punkt in den Mixer. 2 zu 0. Hogan. Ich sag aber, ja. Das ist WrestleMania 37 waren Titus O'Neil und Hulk Hogan nah dran. Aber daneben, letzte WrestleMania-Frage. Jetzt wird wieder gebuzzert, der Buzzer ist frei. Bei WrestleMania 19 baute der Undertaker seine Streak alleine in einem Handicap-Match gegen Big Show und A-Train aus. Wer hätte denn ursprünglich sein Tag-Team-Partner sein sollen? WrestleMania 19. Das einzige Nicht-Singles-Match der Streak des Undertakers? Gegen Big Show und A-Train. Es hätte ein Tag-Team-Match sein sollen. Wer wäre vorher müsste ich im raten, Team würde in die Zeit passen. Aber das riskiere ich es ja kaum. Der Mac hat gedrückt und möchte raten. Der Kane? Nee, der Kane war es nicht. Zweimal in der Streak dabei gewesen in Einzelmatches. Es war Nathan Jones. Der wurde vor der Show attackiert. Hat dann hinterher noch geholfen. Auch ein großer Mann. Ja. Punkt für den Melzig. 2 zu 1. Wir gehen rüber in die zweite Kategorie. Wir die Bubble. Jetzt reden wir über uns, ne? Über Spotify, über uns alle. Pass auf, eine sehr lustige Frage. Wer, ich muss den Buzzer noch freischalten, bevor ich das vergesse. Wer attackierte den Journalisten und Podcaster Tobias Enke beim Spotify-Community-Treffen in Fulda mit einem Stuhl? Ey! Meld sich. Ey, Schimo, warum kann ich nicht buzzern? War das? Ja, das war The Mac, glaube ich. Lüge. Das war The Mac tatsächlich. Ja, Mac, du konntest nicht buzzern, weil das ist eine Lüge. Es gibt nicht einen Beweis, dass da Mac das angeblich gemacht hat. Doch, ich, so, und ihr stellt ich war nicht da, ich habe es aber gesehen. Und ich habe eine Frage, warum hast du nicht immer, warum hast du keinen Preis dafür gekriegt? Es soll ein Award geben für sowas. Ich habe damit nichts zu tun. Ja, und ihr unterstellt mir hier Dinge, da kriegt ihr auch noch Punkte dafür. Das ist ja fast wie bei, ich will es nicht sagen, aber fast wie bei Nitro. Aber nur fast. Ja, aber das ist, was auch immer, der Shaggy, der war böse, ne? Aber wenn man Tobi einen rein hat, Grüße, Tobi ist ja auch im Halbfinale schon. Team TJG wird da antreten. Zweite Frage aus Wir die Bubble. Achtung, ich muss freischalten. Nein, muss ich nicht. Wie heißt der 1982 von Dave Meltzer ins Leben gerufene Newsletter, aus dem die bekannten Star-Ratings hervorgegangen sind? Wie heißt der? Heißt heute online leicht anders, aber er ist bekannt unter dem Namen, den er schon immer trug, und zwar... Bullshit Talk? I don't know. Das zählt nicht, er hat nicht gedrückt. Melzig, weißt du es, Gelf Melzer? Der Wrestling Observer? Der Wrestling Observer Newsletter. Tatsache. Nee, Wrestling. Das ist richtig. Ach so, okay. Ja. Jetzt ist er mit Figure 4 Online kombiniert, aber der Punkt geht an den Melzig. Und jetzt haben wir die Frage ganz alleine an den Mike.
Ja, D-Mark, der mit OE, ne? Dies geht jetzt nur an dich, melde dich jetzt raus. Wie heißt denn, das weißt du, weil ich weiß, dass du das weißt, wie heißt denn die Wrestling-Liga von YouTube-Legende Martin Guerrero? Ja. Unlimited Wrestling. Unlimited Wrestling. Ja, ja. Hattest da dein Match gehabt, ne? Ich hab's gesehen. Als Böser, du warst ganz schön böse. 2021 war das letzte Mal? Kann das sein? Also das war ja während der Pandemie, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist lange her. Aber Martin Guerrero, Grüße gehen raus, toller Typ. Ja, der Wrestling Deutschland voranbringt, das ist gut, genau wie wir. Letzte Frage im Themengebiet Fragenhagel. Achtung, welcher mit Wrestling verbundene Account hat auf Patreon mit weitem Abstand die meisten Patrons? Bisschen kniffliger, international gesehen. Die meisten Patrons bei einem Wrestling-Account. Die meisten Patrons. Welches Portal ist das? Ja. Wir haben sehr viele. Wir haben sehr viele Patrons auf alle Fälle. Es gibt nur uns, es gibt keine anderen. Ist doch. Also. Ja. Also es ist nicht mal knapp. Habt ihr irgendeine Ahnung? Kann auch keine Tipps geben. Frage ist zu, es ist a Fightful Select. 8500 Patrons. Ja, Sean Rossep, der Mann lebt ganz gut. Wir aber ebenfalls in der Top 20 weltweit vertreten vor Jim Cornette. Und das ist doch das, woraus wirklich ankommt. Erste Runde ist vorbei. 3-3. Es könnte doch knapper nicht sein. Einmal durchatmen, denn jetzt geht Runde 2 los, die jetzt eingeläutet wird. Wir sind bei abgeschätzt. Das sind unsere Schätzfragen. Mick, der kennt die schon aus den letzten 2 Jahren. Melzi ist ja das erste Mal dabei. Jetzt brauchen wir dieses Tool, was ihr da drunter habt. Da könnt ihr eure Zahlen eintragen. Ich sehe das in Echtzeit. Schummeln ist natürlich nicht erlaubt, weil ich würde es ja sofort sehen. Ja, ich stelle euch jetzt Fragen. Und zwar 2x2 Fragen. Insgesamt 4 aus diesen Themengebieten. Wer näher dran ist an der Antwort, bekommt einen Punkt. Und wer genau richtig ist, und das haben wir in diesem Jahr noch nicht erlebt, der bekommt 2 Punkte dafür. Ist das klar soweit? Ich gehe davon aus, weil ihr seid ja nicht so blöd. In der letzten Runde Viertelfinale 3 wurde jede einzelne Regel nochmal hinterfragt. Das passiert heute nicht, das finde ich sehr gut. Erste Frage direkt, Achtung. WrestleMania, wie viele der bislang 43 WrestleMania Main Events waren keine Matches 1 gegen 1? Und damit meine ich das letzte Matchende einer Nacht. Ja, also die letzte Ringglocke, die läutet. Wie oft von den 43 Malen war das nicht 1 gegen 1? Könnt ein bisschen überlegen, schreibt eure Zahl rein. Um alle WrestleManias durchzugehen, wird die Zeit nicht reichen, aber man hat ja so ein paar Ideen. Schätze. Maxa hat was gesagt, Melzig hat was gesagt. Chris, was ist deine Antwort? Ich habe 6 getippt. Ich habe keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin, aber einfach mal rein da. Boah, ja. Ist gut. Ich habe gleich mal das Doppelte drauf geballert. 12. Damit ist der Mac 4 daneben und der Herr Melzig nur 2 daneben. Es waren 8 Stück. WrestleMania 1 natürlich, das Tag Team Match. WrestleMania 16, 20 und dann viele späte. 30, 31, 35, 37, Nacht 2 und 39, Nacht 1. 8 Stück. Der Punkt geht an den Chris Melzig. Zweite Schätzfrage. Wie alt, und zwar in Jahren, Monaten und Tagen, war Randy Orton, als er bei WrestleMania 21 der bis heute jüngste Gegner des Undertakers bei der Show of Shows wurde? In Jahren, Monate, Tage. Ja, Randy Orton damals. Kein Gegner war jünger des Undertakers bei WrestleMania, vor wie nach der Streak. Ah, nee. Ah, shit. Der Legend Killer damals. Haben Fehler gemacht. Darf ich nochmal eintippen? Solange will ich sagen, du kannst umtippen, wie du möchtest. Okay. Ja, klar. Sehr gut. Können ein bisschen überlegen. Jahre, Monate, Tage, meldet sich, hat eine Antwort. So. Monate, Tage lässt du bei 0? Also ach so. Ja. Kannst du auch, wie du möchtest. Ja, lass ich so. Lassen wir so stehen, denn der Maxter sagt genau. Was hast du gesagt? 22. 22 Jahre auf dem Kopf. Chris Melzig geht drüber. Yes, ich sage 23 Jahre, 8 Monate und 16 Tage. Wieder Punkt an den. Chris Melzig. 25 Jahre und 2 Tage. Es war 2 Tage nach seinem 25. Geburtstag. Randy Orton, der Mann ist immer noch jung. Ja, wenn er seine Verletzung übersteht, dann werden wir noch viel von Randy Orton sehen, glaube ich. Wir gehen rüber in Wir die Bubble. Das war dritte Schätzfrage für heute. Ganz einfach, Achtung. Wie viele Videos befinden sich aktuell auf dem Perkicks WWE-Kanal? Wie viele Videos sind da gerade? Auf dem Perkicks-WWE-Kanal. Dem Perkicks-WWE-Kanal. Eieiei. Haha, Grüße gehen raus. Johnny, unser Chef. Ja, boah, das... Der Erfinder von dem Ganzen hier. Ein wunderbarer Kanal.
Johnny, du hast viele Videos. Das hat er. Ich bin total, aber wie viel hat er? Keine Ahnung. Sehr viel beschäftigt. Wie lange macht er den Kanal schon? Zu lange. Ist einfach mal zu lange. Du hast schon viel mit dem Johnny unternommen. Ja, wie ist ja so? Erträglich. Ist okay. Das nenne ich Kompliment. Wie viele Videos hat der? Das kann er. Geh mal. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen bei ihm. Ja, dafür sind die Schätzfragen da. Man kann es nicht wissen. Ja. Aber... Ich habe auch einfach schon was eingetippt, ey. Ja, Chris, du bist da nah dran an den Videos. Mehr oder weniger, ja. Ja. God damn it, ich kann das nicht einschätzen. Ich weiß gar nicht, ob. Boah, das ist. Come on, Maxter. Boah, es zerreißt mich. 3 Millionen, 4 Millionen. Ja, also. Ey, wer den? Beschäftigt. Ich sehe, er tippt. Melzig hat sich schon festgelegt. Bin gespannt, ob noch Zahlen dahinter kommen. Er tippt Zahl für Zahl. Warte. Ich mach mal so. Er korrigiert. Das ist deine Antwort? Ja. Und die heißt, wie wäre sie? 750. 750. Und Chris? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß ich hab 3300. Ja. So, ich wusste eben nicht, ich konnte es nicht einschätzen, ob er weit über den Tausendern ist oder nicht. Und goddammit, du hast recht. Natürlich, der hat sicher. Nee. Maxer, der Punkt geht an dich. Es sind 1787 Punkte. Der hat sich überboten. Der war zu stark, ne? Ja, 750 ist ganz knapp näher dran. Wusste ich natürlich, das war klar. Understatement ist doch. Oh, dann habe ich Glück gehabt. 5 zu 4, letzte Schätzfrage. Komm, wir gehen jetzt mal mit dem Gleichstand in die nächste Runde, das wäre lustig. Die Frage heißt, wie viele Klicks hat das momentan beliebteste Video auf dem Spotify-Podcast-Kanal? Ich sag nicht, welches es ist, vielleicht habt ihr eine Vorstellung. Wie viele Klicks hat das am meisten geklickte Video von Spotify Podcast? Am meisten geklickte? Ja. Die meisten Aufrufzahlen auf YouTube. Boah. I don't know. Wir sind schon sehr erfolgreich. Ja. Das ist das Problem an den Klickzahlen, ja. Das einzuschätzen. Melzig hat sich entschieden, kann auch noch überlegen, kann auch ändern, wenn er möchte. Boah, das erfolgreichste Video von uns. Mhm. Gesamtklickzahlen, also. Wenn ich dir sage, welches war, sagst du, war, stimmt. Ja. Kann ich auch nicht. Ist schon schwierig, ey. Mit den Zahlen, ey. Das ist schon verdammt schwierig. Und hier geht es um jeden Punkt, also den überlegt euch das gut. Ist ja nicht so, dass wir das Sommerquiz jemals überzogen hätten, also, ne? Das passt schon. Klickt so. Aufrufe. Ich weiß es nicht. Ist das deine Antwort? Seid ihr beide bereit, Melzig? Ja. Was hast du? Ich bin fertig. Ich habe 265.000. Ach Mann, Alter, ich bin ja wieder so weit weg. Goddammit. Weit weg von Melzig, was hast du gesagt? Ja. Ich hätte 520.000 machen müssen. 52.000. Ihr seid leider aus Sicht von Spotify seid ihr beide zu hoch. Ja, es sind 34.963. Oh, Jesus, what? Ja, also, dann hätten wir schon Johnny sein müssen. Der Johnny, der kriegt solche Zahlen, wir dann leider nicht. Aber auch das war sehr erfolgreich. Es war damals das Video, in dem der TJ erklärt, wie er damals fast den Nick Gage umgebracht hat im Ring. Beim Unfall war es da gewesen. Das ist sehr gut gelaufen, das Video, auch international. Grüße gehen raus, wir sehen uns im Halbfinale wieder. Und damit tatsächlich 5 zu 5. Es ist ein Traum, ja. Besser spannender könnte es doch gar nicht sein in unserem letzten Viertelfinale. Und wir gehen in die dritte und damit vorletzte Runde. Ring, 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 der Listenmann. Darum geht's jetzt, ja. Wir brauchen, ich mach mal hier da. Wir werden jetzt zwei Listen spielen, jeweils aus den beiden Kategorien, die wir heute genannt haben. Brauche ich den Buzzer noch? Den Buzzer nicht mehr, aber du musst gleich etwas aufschreiben. Und zwar werde ich euch fragen, wie viele Listenpunkte ihr mir nennen könnt. Schreibt ihr unabhängig voneinander eine Zahl auf, was ihr euch zutraut. Ihr zockt euch da ein bisschen selber rein. Und der die meisten sagt, der kriegt diese Liste. Schafft er dann, diese Antworten zu nennen, bekommt er 2 Punkte. Schafft er es nicht, ja? Und eine doppelte Antwort ist eine falsche Antwort. Das heißt, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ihr könnt auch aufschreiben, wenn ihr wollt. Schafft er es nicht, bekommt der Gegner 2 Punkte, ja? Damit habe ich alles gesagt. Die Liste, die wir jetzt als erstes spielen werden, ist... Ja, ich möchte von euch wissen. Fürs Aufschreiben, weiter. So. Ja, wie du möchtest. Ja. Es geht jetzt um alle Gegner von Triple H bzw. Hunter Hearst Helmsley bei einer WrestleMania. Also WrestleMania-Matches von Triple H. 23 Stück gibt es insgesamt.
Ja. Ja. Ich korrigiere, es geht nicht um die Matches, es geht um die Gegner. Also es sind teilweise Gegner dabei, gegen die er mehrmals gekämpft hat. Es sind aber 23 unterschiedliche Gegner, die sind gesucht. Okay. Einer also ihr müsst jetzt nicht aufschreiben, aber ihr könnt da so ein bisschen überlegen jetzt, was traut ihr euch zu? Und dann schreibt ihr das in das Eingabefeld rein und dann bin ich mal gespannt, wie ihr zockt. Da haben wir schon sehr lustige Konstellationen bekommen heute. Boah, WrestleMania-Matches, I don't know. Das solltest du jetzt vielleicht nicht so laut sagen, weil der meldet sich. Oder du pokerst, das kann natürlich sein, ne? Ich hab selber keinen Plan, Max. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Ja, das ist das Interessante dieses Jahr. Im ersten Jahr habe ich es ja so gemacht, dass das immer abwechselnd genannt wurde, aber ich habe gedacht, ich variiere das mal. Ich weiß halt nicht, ob... Schreibt der Max da hier schon die Antworten rein. Ihr sollt mir eine Zahl nennen, wie viel ihr sagen wollt. Und das sollte jetzt relativ schnell passieren. Ja, ich zähle gerade für mich auf, dass ich irgendwie zusammenkriege, gegen wen er da gegebenenfalls bei WrestleMania gewrestelt hat. Triple H ist natürlich eine große WWE-Legende, ist schon ewig dabei. Wie gesagt, die ersten Matches war er noch unter Hunter Hearst Helmsley unterwegs, die zählen natürlich auch. Und später dann Triple H. Aber Moment, da ist er nicht Triple H. Ja, ich habe ja beide gesagt, Triple H und Hunter Hearst Helmsley zählen für mich als eine Person. Ja, es geht bis ins WrestleMania 37. Da hat er seine Stiefel im Ring gelassen, seine Karriere beendet. Und da, bis dahin hat er 23 WrestleMania-Gegner gehabt. So, und jetzt möchte ich eine Zahl haben, weil sonst wären wir noch länger als Flöter. Und das geht nicht. Niemand ist länger als Herr Flöter. Aber viele haben längeren als Herr Flöter. Das ist egal. Chris, was... Nee, Mac hat jetzt was aufgeschrieben. Chris fehlt noch. Ah, ich glaube... Ach so, ich soll es hier eintippen, oder was? Ja, genau. Darum, ja. Zack. Zack, Maxter, wie viel traust du dir zu? Oder wie viel zockst du? 4. 4 zockt er. Und der Chris? Ja, 10. 10 traue ich mir schon 10. Zu. Boah! Damit geht die Liste an den Chris. Da bin ich jetzt mal gespannt. 10 von 23 Triple H Gegner bei WrestleMania. Gib mir immer einen Moment Zeit, dass ich die abhake. Ich höre. Mhm. Undertaker? Undertaker. 3-mal tatsächlich. Yes. Roman Reigns? Roman Reigns, WrestleMania 32, wir erinnern uns, einer der langweiligsten Main Events aller Zeiten. Ja, Randy Orton. Randy Orton, 2-mal hintereinander, 24 und 25. Ja, Cena. Cena, 22 und 24, das war ein Triple Threat in dem Fall mit Randy Orton. Ronda Rousey, zählt ja auch, war ja Mixing und so. Rousey ist eine Gegnerin von Triple H bei WrestleMania, WrestleMania 34. Ja, da war Kurt noch dabei. Richtig, das war ein Tag-Team-Match. Wir haben jetzt 6 Antworten, ich brauche noch 4. Dann haben wir Sting. Sting! Ja, das sind wir 31. Auf einmal Sting, der von der LWO unterstützt wurde. Sting! Genau der! 3 Namen noch, Chris. Shawn Michaels. Selbstverständlich, WrestleMania 20 im Main-Event. So, und jetzt wird's eng. Brock Lesnar? Ja, Lesnar haben wir. Brock Lesnar haben wir. WrestleMania 29. Und wenn du noch einen sagst, bekommst du die 2 Punkte. Die Musik. Kriminal-Tango in der Taverne. Na, Chris, fällt dir noch einer ein? Ich würde tippen auf Batista. War Batista ein Gegner von Triple H, ja oder nein? Selbstverständlich war er das. Weißt du, mehr 21 als junger Batista und dann nochmal 35 das letzte Match von Batista. 2 Punkte gehen an den Chris an der Stelle. Ich kläre die Liste noch kurz auf. Es sind natürlich noch viele Namen dabei, man muss halt auch drauf kommen. Big Show, Booker T, Chris Benoit, Chris Jericho, Daniel Bryan, Goldust, Kane, Mick Foley, Owen Hart, Seth Rollins, Sheamus, The Rock, der Ultimate Warrior. Ja, das war das Wichtige. Der Warrior. Ich hab's ja gesehen, wie du schon eingetragen hast. Ja? Und du hattest The Rock hast du auch. Das heißt, du hast tatsächlich 2 eingetragen, die der Chris gerade beide nicht hatte. Das ist gut. Ich war auch nur bei den Alten. Da merke ich, wo es aufhört. Chris hat Leute gegangen, wo ich denke, natürlich, ist ja klar. So, aber ich war nur, ich habe überlegt die ganze Zeit, damals, wer waren denn da mit The Rock die Fehde? Ich bin halt drin im Jahr 98. Mann, das ist das Jahr jetzt gerade. Jungs und Mädels, ihr müsst fragen aus 98. Weil das ja klar ist. Weil das ja klar ist. Raw vs. Nitro.
Ja, ach, jede Woche für alle unsere Unterstützer auf Patreon und die Kanalmitglieder. Schön. Altes Raw, altes Mann der Night Show. Dem Wechsler und dem Tobi. Guckt euch das an. Jetzt machen wir die zweite Liste, 7-5 für den Chris. Ja, wäre ja schön, wenn wir auch jetzt wieder Gleichstand hätten. Mal gucken. Das ist eine sehr lustige Liste, da bin ich immer sehr gespannt. Wir sind ja wieder bei der Bubble und die Bubble kauft gerne T-Shirts, ne? Ich habe nachgeguckt. Ich möchte von euch jetzt wissen, die T-Shirt-Top-Seller im US-WWE-Shop, ich habe heute nachgeguckt, ja, welche T-Shirts verkaufen sich am meisten? Und zwar die 25 meisten T-Shirts. Es geht nur um Wrestler, ne? Also ich möchte jetzt nicht irgendwie so ein SummerSlam-T-Shirt oder so, nur Wrestler. Und das ist das Entscheidende, in dieser Liste der 25 tauchen mehrere Namen mehrfach auf. Dann müsst ihr sie auch mehrfach nennen oder dürft sie mehrfach nennen. Also wenn jetzt beispielsweise The Mac im WWE-Shop viermal vertreten ist, könnt ihr viermal The Mac nehmen und hättet dann vier verschiedene Listenpunkte. Wenn ihr es fünfmal nennt, ist falsch. Wenn ihr es nur einmal nennt, ist auch kein Problem. Dann habt ihr halt geht um die Punkte Top weniger. 25 Seller. Ja, die sind alle zum gleichen Preis. Es ist also kein Sale dabei oder sowas. Alles $30 T-Shirts im WWE-Shop aktuell. Der US-Shop, muss ich dazu sagen. Die haben alle den gleichen Preis? Die haben keine. Haben alle den gleichen Preis, ja. Was verkauft sich aktuell bei der WWE am meisten? Wie viel traut ihr euch zu? Mit 25? Muss das Roster gehen, ne? Das wäre in dem Fall von Vorteil tatsächlich. So, ihr habt was eingetragen? Bleibt ihr dabei? Nein, doch, ich bleibe dabei. Dann sage ich jetzt, das ist ein Fall, den wir noch nie hatten in diesem Sommerquiz. Ihr habt beide 10 gesagt. Und die Regeln, die ich so erfunden habe und auch irgendwann mal gesagt habe, lauten jetzt, ihr geht jetzt nochmal in euch und überlegt noch einmal und ihr könnt die Zahl ändern, wie ihr wollt. Ihr könnt die gleiche stehen lassen. Wir machen es einfach nochmal. Wenn ihr danach noch einen Gleichstand habt, werden wir diese Liste abwechselnd spielen, bis einer nicht mehr weiß. Möchtet ihr zocken? Möchtet ihr ändern? Möchtet ihr stehen lassen? Spannend auf alle Fälle. Erste Mal im Sommerquiz. Ist aber auch das erste Mal in diesem Jahr, dass wir das spielen. Aber es ist ja egal. Es ist trotzdem das erste Mal. Ihr seid soweit? Yes. Ah, yeah. Und wie deute ich das jetzt? Ich deute das so, wie ich es, glaube ich, deuten muss. Der Chris ist bei 10 geblieben. Ja? Der Max da, es ist ein halber Witz, aber ich werte das, 10,5 hat er geschrieben. Das heißt, ich erwarte von dir jetzt 11. Alright. Das ist jetzt deine Liste. Warum rundest du denn da auf automatisch? Ja, weil das ist das einzig Sinnvolle. Ansonsten kann sich der Refco, ich habe mir auf dem Rohr, kann er nochmal überlegen. Der Max hat 10,5 gesagt, für mich heißt das 11. Oh Gott, jetzt muss ich ja deliveren. Ich dachte, du setzt höher an, Chris. Oh Gott. Ich dachte, wir machen extra 10, okay, 10. Ich muss erstmal überlegen, wer überhaupt im Roster ist und wer nicht mehr. So. Los geht's. Mehrfachblenden sind möglich. Capsider, Cody Rhodes, Roman Reigns, die Usos. Dann machen wir langsam. Stopp. Ich muss also Cody Rhodes, Roman Reigns, die Usos. So einmal jeweils, ja. Sami Zayn. Der Ref sagt, die Usos ab 5 wird aufgerundet, also passt das. Sami Zayn, sagst du. Ja, Sami Zayn. Wo habe ich ihn denn? Habe ich ihn überhaupt? Das ist jetzt die Frage. Der muss doch ein Topseller sein. Den möchte man meinen. Nein. Ist er nicht? Nein, ich gehe sie nochmal durch. Oh, da bin ich schon raus. God damn it, ich hätte gedacht, das ist ein Topseller. Nee. Buh! Sami Zayn tatsächlich nicht dabei, schnell abgeflaucht. Ja gut, was heißt abgeflaucht, er ist immer noch oben dabei. Aber nicht in den 25. Uiuiui, jetzt haben wir 9-5. Das wollten wir doch nicht, das wollten wir doch vermeiden. Aber du was ist mit dem Sammy los? Was ist mit den Fans los? Warum kauft ihr keine Sami Zayn Shirts? Was ist denn da los? Lass ihr im Internet schreiben und hypen? Ja, der wird hier, der soll hier, aber keine Shirts kaufen. Das haben wir gern. Chris, weißt du, wer auf der 1 ist? LA Knight? Yeah. Und weißt du, wer auf der 2 ist? LA Knight? Yeah. Und weißt du, wer auf der 3 ist? Usos? Ne, Cody Rhodes. Und dann auf der 4 haben wir LA Knight, dann haben wir Roman Reigns. LA Knight? Die NWO? Ja? Hätte ich auch genannt. Ist immer noch in den Top-Seller. NWO hätte ich immer. Hogan ist immer dabei. So. Dann haben wir die Usos. Rhea Ripley, sehr beliebt. Seth Rollins. Die Usos, Stone Cold ist immer noch dabei, Razor Ramon ist dabei, Cody Rhodes, die Jay Uso alleine, Cody Rhodes, Stone Cold, Rhea Ripley, dann zweimal John Cena, Eddie Guerrero ist auch noch dabei, Drew McIntyre, Dominic Mysterio und dann zweimal Roman Reigns. Das ist die Top 25, leider kein Sami Zayn dabei. 9-5, wow. Max, das wird jetzt eng für dich, aber du kannst es immer noch schaffen, denn wir gehen in unsere Finalrunde. Ring, ring, ring. Ordnung muss sein, heißt die. Ja, das ist jetzt, das ist für mich das aufwendigste Spiel. Wir haben das jetzt schon mehrfach gemacht. Ich habe es nicht immer hingekriegt, aber jetzt die letzten Male schon. Ansonsten ist egal, dann bin ich halt schuld. Denn wir werden jetzt das Layout ändern. Ich mache einmal Schnaps. Und da sind wir schon. Ihr seht schon etwas. Wir werden jetzt eine Liste sortieren.
Ja, ich sage euch als erstes das Thema. Es geht um den Colossal Tussle weiterhin. Das Thema an der Stelle ist, sortiert mir diese berühmten WrestleMania-Matches chronologisch von früh nach spät. Ihr werdet das abwechselnd machen. Ja, wir müssen noch klären, ich habe es schon wieder vergessen, wir müssen noch klären, wer mit dieser Liste anfängt und wer mit der anderen Liste anfängt. Habt ihr da Prioritäten? Ansonsten würden wir das auslosen schnell. Melzig, möchtest du diese Liste nehmen oder die spätere? Die spätere. Maxter, ist das für dich in Ordnung oder möchtest du auch die spätere haben? Das ist in Ordnung. Ich hätte früher fragen sollen, das war mein Fehler. Okay, das heißt also, der Maxter fängt diese Liste an. Was wird jetzt passieren? Ihr wechselt euch ab. Ihr sucht euch aus dieser Liste irgendeinen Punkt raus. Da sind 10 verschiedene Matches genannt. Mhm. Oben haben wir ein Referenzmatch. Das ist das Icon vs. Icon Match. Rock gegen Hogan, WrestleMania 18. Mhm. Und ihr sortiert irgendeins dieser Matches dort ein. War es früher oder war es später? Sobald sich die Liste dann weiter vervollständigt, habt ihr natürlich verschiedene Punkte, wo ihr das dann genau exakt einsortieren müsst, dann chronologisch. Wenn ihr bei einer der ersten 4 Antworten, wenn ihr da falsch liegt, dann bekommt der Gegner 3 Punkte. Da muss dann der Mixer tatsächlich jetzt drauf hoffen. Wenn ihr das bei den Fragen 5 oder 8 macht, bekommt der Gegner 2 Punkte. Und der Gegner, also der meldet sich in dem Fall, kann sich retten. Frage 9 oder 10 wäre nur noch ein Punkt. Das wäre dann sehr günstig für ihn. Mixer, alles verstanden? Yes. Okay. Hoffe ich zumindest. Dann sag mir eins dieser WrestleMania-Matches und sag mir, ob es früher oder später als Rock gegen Hogan war. Wir nehmen mal Randy Savage gegen Ricky the Dragon Steamboat IC-Title-Match. Traumhaftes Match, ein wenig früher. Ein wenig, ja. Ein wenig als Icon vs. Icon. WrestleMania. Also hier früher, selbstverständlich ist das richtig, WrestleMania 3. Damit steigt jetzt der Meld sich ein. Okay, dann nehme ich Undertaker Triple H. End of an Era war natürlich danach, war später. Undertaker, ich muss immer ein bisschen gucken bei mir, das dauert. Undertaker gegen Triple H. End of an Era. Sich markieren, ist natürlich richtig später als das Icon. Da ist es. Das war das letzte der 3 Matches gegen Triple H. Das war das mit Shawn Michaels. Das war wunderbar. Und das war bei WrestleMania 28. Der Mac ist wieder dran. Das IC-Title-Match von Razor Ramon gegen Shawn Michaels. Ja. Das war nach dem IC-Title-Match von Randy Savage und Ricky the Dragon Steamboat, aber vor dem Icon vs. Icon. The Rock vs. Hogan Match. Also hier. Richtig. Hätte einfach sagen können, auf Platz 2, ne? So. Nö, das ist schon in Ordnung. Ich brauch sowieso, wenn ich das aussuche. Genau ist das richtig. Welzig, du sagst jetzt was? Okay, ich sag Hardcore Edge gegen Mick Foley war nach WrestleMania 18. Hardcore, wo haben wir es? Edge gegen Mick Foley. Ich markiere es bei mir. Und es ist nach, was hast du gesagt? WrestleMania 18. Genau, nach 18. Hier möchtest du es haben? Jo. Ich schaue nach und auch das ist richtig. WrestleMania 22 war es. Ab jetzt gibt es nur noch 2 Punkte für den Gegner, wenn ihr falsch seid. Das heißt, Melzig hat sich eine Runde weiter gerettet. Mixer ist dran. Dann nehmen wir das. Iron Man Match zwischen Bret Hart und Shawn Michaels. 60 Minuten, wir erinnern uns. Das vor dem Icon vs. Icon Match. Vor dem Icon vs. Icon. Also hier? Ja. WrestleMania 12 ist korrekt. Melzig. Also, dann nehme ich Ric Flair gegen Shawn Michaels. War WrestleMania 24, heißt nach 22. Ric Flair gegen Shawn Michaels, WrestleMania 24, kann ich bestätigen, ich muss es nur noch richtig einsortieren. Wo ist er, der gute Ric Flair? Wunderbarer Moment, I'm sorry, I love you. WrestleMania 24, habt ihr gesagt, es ist korrekt. Damek, noch 4 zur Auswahl. Dann Hogan gegen Giant ist nach dem Randy Savage Rickys. Nee. Moment. Randy Savage Rickys Steamboat, das war Irresistible doch... Force gegen das Unmovable Object damals. Ja. Ich muss gerade überlegen, ob es danach war oder das davor war. Aber. Das war danach. Danach. Mach mal das Andre the Giant versus Hogan Match. Zwischen den beiden IC-Title-Matches. Ja. Ja. Und es ist sehr knapp in dem Fall, aber es ist richtig. WrestleMania 3 sah die beiden Matches. Ja? Zuerst IC-Title und dann der große Clash, der Body Slam, der berühmte.
Meldest dich letztes Mal, dass es um 2 Punkte für den Maxter geht, wenn du jetzt falsch liegst. Ja, jetzt wird es bei mir ein bisschen knapp. Ich würde sagen, Shawn Michaels gegen Kurt Angle war zwischen WrestleMania 18 und 22. Shawn Michaels gegen Kurt Angle nach WrestleMania 18. Da möchtest du es haben. Yes. Es ist WrestleMania 21. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier kaputt geht, die Formatierung, aber es ist richtig an der Stelle. Akzeptieren wir so. Jetzt geht es nur noch um einen Punkt. Zwei Antworten sind offen. Bei Owen versus Brad bin ich mir eben nicht sicher, ob das vor dem 60-Minute-Ironman-Match war. Also zwischen dem IC-Title-Match und dem 16-Minute-Ironman-Match. Also das... Oder ob es vor dem IC-Title-Match war. Tja, jetzt wird's knifflig. Wir sind ja auch schon in der vorletzten Antwortmöglichkeit. War früh. Das war ein Du musst leider früh, dazu sagen, solltest du es jetzt falsch sagen, hast du bereits verloren. Ja. Ich setze das nach dem Icy Ladder Razor Ramon gegen Shawn Michaels Match. Du nimmst Owen Hart gegen Bret Hart und du machst es nach dem IC Ladder Match hier. Ja, das ist falsch, ne? Und damit. Ja. Goddammit! Aber. Das ist schade, damit haben wir einen Sieger. Es war ebenfalls bei WrestleMania 10, aber es war im Opener und das Ladder Match Razor Ramon damals legendär kam später in der Nacht. Ja. Es war sehr tricky, damit haben wir einen Sieger. Chris Melzig ist unser Newcomer, der jetzt im Halbfinale steht. Glückwunsch. GG. Aber, und jetzt kommt das Aber, wir müssen noch weitermachen. Denn ich habe ja vorher gesagt, die Punkte aus dem Viertelfinale und aus dem Halbfinale werden addiert. Und wer da am meisten hat im Finale, bekommt einen Joker extra. Jetzt geht es also nur noch um den Melzig, ob er jetzt noch mal ein bisschen 3 Punkte holen kann oder so. Maxter bleibt halt leider draußen. Aber wir spielen dann noch die zweite Runde. Und auch, weil ich da sehr viel Lust drauf habe, die zu machen. Wir werden jetzt einmal gleich wieder rumschnipsen. Dann geht es in die zweite Liste rein. Die spielen wir dann noch durch, nach dem gleichen Prinzip. Ich finde diese Runde sehr spannend. Auch für mich, weil das ja technisch nicht ganz einfach ist. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut hingekriegt. Melzig, was sind denn deine ersten Worte so als amtierender Halbfinalist? Es ist ein tolles Gefühl, weiter als der Pair gekommen zu sein. Also, das fühlt sich schon gut an. Das ist alles, was ich wollte. Ja, gegen den Herrn Flöter geht's jetzt. Ich bleib Pair treu. Ja. Und da haben wir die letzte Liste. Und wir sind weiterhin in der Bubble. Ihr seht schon die Antwortmöglichkeiten. Denn jetzt bleiben wir in unserem Paradedisziplin, in unserem Gebiet, in dem, was wir eigentlich tun. Denn das sind alles deutsche Wrestling-YouTube-Kanäle. Und ich frage nach den Abonnenten. Und ich sehe gerade, dass ich es natürlich falsch eingetragen habe. Denn es sind natürlich wenige. Und hier unten sind viele. Ja, jetzt muss ich nur mal eine Tastatur finden. Viele. Das heißt also, der Spotfight Wrestling Podcast, unser Kanal, auf dem wir das hier machen, den ihr fleißig unterstützt, abonniert bitte, wenn ihr euch dieses Sommerquiz gefällt. Ja, steht da mit 14.400 aktuell. Da sind wir sehr stolz drauf. Aber die 10 genannten darunter, sind die mehr oder weniger? Und der Melzig hat gesagt, er möchte diese Liste beginnen. Also beginnt er auch diese letzte Liste. Aber warum werden da Ligen als Podcasts aufgeführt? Als Wrestling-YouTube-Kanäle. Also auch es gibt dann die Kanäle der GWF und WXW habe ich mit reingenommen. Okay. Ja, da werden Matches hochgeladen, könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Meld sich. Aber es sind keine Podcasts. Es sind keine Podcasts. Es sind Wrestling-YouTube-Kanäle. Ich habe direkt mal eine Frage. Zählt dann jetzt das Jahr, in dem die Liga zum Beispiel gegründet wurde oder das Jahr, wo der Kanal eröffnet wurde? Jetzt. Ich habe das heute nachgeguckt. Wie viele Abonnenten haben die jetzt zu diesem Zeitpunkt? Okay. Ich würde sagen... Ja, Perkix, der ist auf jeden Fall vor. Abgehoben, der Typ, ja. Perkix hat, ja, wir machen kein Geheimnis draus, der hat uns locker im Sack, aber ist ja auch schon länger unterwegs, hat uns gegründet, da ist er. 122.000 für den Johnny. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist das Sicherste. Solltest du es jetzt nicht wissen, schusterst du dem Melzig 3 Punkte für seinen Final-Joker zu. Ich schuster ihn, ja, also WXW hat unfreiwillig. Als Perkix und Spotfight. Die WXW hat weniger, also ganz nach oben. Ganz nach oben, würde ich sagen. Ich weiß es nicht, ich schätze es. Ich habe keine Ahnung. Ja, darum geht es ja in dem Spiel. Und damit würde ich sagen, Herr Melzig, freuen Sie sich über 3 Punkte, die der Metzger gibt. Die hat 21.400, knapp vor uns noch die WXW. Ja, die
Es ist halt dumm gelaufen jetzt. 13 Punkte damit, 13-5, unser Endstand heute. Wollen wir die Liste noch durchgehen? Ich werde sie jetzt nicht noch eintragen, aber hast du noch eine Vermutung? Ja, ja, Steini ist glaube ich, auf der 1. Der ist ganz vorne. Nee, das ist nicht richtig. Martin Guerrero, ganz knapp. Die streiten sich ja immer, die beiden, Martin und Johnny. Ne? Martin Guerrero hat 124.000 aktuell. Wer ist da gerade vorne? Und dann kommt auch schon der Steini mit knapp unter 100.000, 88.300. Ja. Dann haben wir den Paraflo noch. Die sind natürlich alle vor uns. Unsere Wrestling News, 54.600. Ja, die werden natürlich auch sehr gut verfolgt. Die GWF hat mehr als die WWE. Als die WWE. Nee, keiner hat mehr als die WWE. Als die WXW. Das ist interessant. Die sind bei 32.700. Ja, und dann aber ganz schön, und da bin ich auch sehr stolz drauf, wir sind natürlich der größte Wrestling-Podcast Deutschlands. Hinter uns Headlock mit 5.690. Wrestling Infos 2.870. Kann man auch gut anhören. Und dann haben wir das Projekt Nova. Grüße geht raus an den Wiggy. Ja, die fangen gerade an, die bauen Große, die waren unsere Großen, die nächste Generation der Wrestler auf mit 2040 Leuten. Das war unsere letzte Runde. Das war das Ende von Viertelfinale 4. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, weil ich hatte Spaß. Wir werden jetzt noch weiter reden mit dem Gewinner, Chris Melzig, der jetzt gegen den Herrn Flöter oder Herr Volk oder Acapulco Alex antritt, und dem Mac, der Marc mit OE. Wir werden jetzt auf Patreon und für alle Kanalmitglieder noch einmal reden über das, was hier passiert ist. Ansonsten freue ich mich, euch wiederzusehen im Halbfinale. Team TJT und Chris Melzig gegen den Herrn Flöter. Wir sind bald wieder für euch da. Bis dahin. Ciao, ciao.